Yes. Hi. Moin moin. It is I, Yoshimitsu. Nee. Bevor es gleich weitergeht hier bei Pokémon Nuzlocke, Moon, Emerald, Kaizo. Nenn ich Kaizo, Nuzlocke. kann Masa erstmal kurz sein Team zeigen. Und dann muss ich wieder ein bisschen den Erklärbär spielen. Ja, wir haben ja prinzipiell alles mitbekommen, ist alles auf 31. Taktik sieht so aus, wir werden mit Aquana starten, hoffentlich das Pandya niedermachen, beim Mundtier müssen wir schauen, werden dann vielleicht auf Lamus oder auf Garados oder auf Kikli wechseln, müssen wir schauen, wie wir es machen. Ja, und Gengar wird für das Gradax da sein und dann müssen wir schauen, wie wir das Leta King besiegen können, weil das viel gefährlich ist. Ich glaube, Attacken habe ich ansonsten nichts großartig Neues gelernt. Ich könnte halt theoretisch auch einfach Lamus aufsetzen. Wenn ich ihm Überreste gebe und dann Fluch mache die ganze Zeit, sollte mir das Pandya gar nichts anhaben können. Es kann mich halt verwirren, aber... Ja, und durch Fluch machst du dann selber Schaden, wenn es durchkommt. Nee, ja, aber meine Verteidigung, mein Angriff wird ja erhöht, deswegen mache ich mir nicht mehr Schaden. Aber das Problem ist, ich habe keinen physischen Angriff, also ist eigentlich auch sinnlos. Wohl wahr. Gut, damit ist das dann raus. Ansonsten habe ich hier noch irgendwas Neues gelernt. Er kann halt ins Trümmerer. Finsterfaust hat es gelernt, genau. Kikli könnte man eventuell aufsetzen. Müssen wir mal schauen, wie man das macht. Oder ob man das macht. Das Problem ist, es gibt keinen wirklichen Gegner, wo man das gut machen kann. Weil Kikli halt leider auch nicht viel aushält. Und Garados hat halt einfach seinen Bedroher. Eventuell werde ich so machen, dass ich Garados einwechsel in Leta King, Angriff senke, dann in der Truant-Runde wieder auswechsel und dann wieder einwechsel, entweder in der nächsten Truant-Runde, je nachdem wie viel Schaden es mir gemacht hat und so halt die ganze Zeit seinen Angriff senke. Bis ich dann halt mit irgendwas killen kann, weil physisch darf ich nicht angreifen. Bis 6 Crits kommen und alles ist vorbei. Ja, das kann natürlich auch jederzeit passieren. Ja, aber sowas wird doch nicht passieren. Okay. So, dann darf ich Erklärbär spielen. Ja. Also erstmal gucken wir kurz auf der Box. Das sind alle Mons, die ich noch nachgezogen habe hier. Stellenweise auch über dasselbe Limit, weil halt, dass sie näher an der Entwicklung oder an einem Benchmark sind für gewisse Attacken. Der Rest, der hier oben ist, halt sowas wie Stolunia wird erst in Betracht gezogen, halt, wenn wir wirklich in Richtung Level 42 das Cap erreichen, weil Stolunia und Starhawk sind einfach nicht so pralle. Stolos kann man durchaus benutzen, aber moin Steven! Aber der Rest Servus, ist... Steven! Und halt der Rest ist so... muss man vor allem wegen Entwicklungen schauen, ob die drin sind oder nicht. Halt auch, Sandama als Alola ist einfach echt blöd, weil jetzt kriegt er zwar Eisattacken hinzu, aber spezielle, und sein Spezialangriff ist glaube ich 17 auf Level 21. Er macht nichts an Damage und halt er lernt halt das normale Sandama-Moveset, was halt echt unvorteilhaft ist. Und es gibt keine physischen Eisattacken hier, oder was? Das ist sowas wie, ich glaube, Eisiges Spear ist physisch, aber er lernt nur das normale Sandama-Level-Up-Moveset. Also nicht das Alola, deswegen... Nee. Ist halt Eisstrahl, ja. Ja, aber Eisstrahl ist, ja, ja, genau. Es macht einfach keinen Damage, es ist so furchtbar. Was abgeht, Arbeit und Lieferdienste sind für den Arsch, aber das mache ich gleich. Ansonsten, es gibt scheinbar nicht Mega Banett, weil ich kann es mit dem Megastein nicht entwickeln. Okay. Hab's halt probiert, geht nicht. Es lernt halt die regulären Attacken, ein bisschen was habe ich halt beigebracht. Halt, ob ich da mit reinnehme oder nicht, muss ich halt mal schauen. Ich habe auch gemerkt, Mann, Morabel ist, echt gefuckt, was Wasserattacken angeht, beziehungsweise in den älteren Generationen, weil es lernt dann irgendwann so noch Muddy Water und das war's. Und in der Generation hat das nur, ich glaube, 65 Stärke oder so. Sehr gut, aber wenn es eher einen physischen Angriff hat, kannst du mehr Kaskade beibringen zum Beispiel. Ja, oder Surfer Kaskade ist halt dann so die Alternative, die du brauchst, aber halt Leveler Boost. Es lernt ja nicht mal Aquawelle, es lernt Aquaknarre und dann Muddy Water und das war's. Ja. Das ist richtig übel. Hey, wie Bravo wird dann so ein Problem mit den Stats, deswegen ist er auch momentan eher auf der Box. Und wir haben ja noch so ein paar andere Viecher mit Movesets. Da wollte ich noch, vielleicht erklären. Übrigens, das mit Street Sand und Dragon Rage, das ist legit, das lernt das Vieh hier von selber. Per Level. Okay. Also ist nicht gebuggt oder so. Ansonsten muss ich was bei meinem Team zeigen. Ich hatte die ganze Überlegung, ob ich diesen komischen Anker mitnehme oder halt Daryl. Ich habe mich für Daryl entschieden, weil ich den einfach benutzen möchte. Eine Sache, die ich halt erwähnen muss, ich meine ja gleich mehr, ist halt Movesets.
Beispielsweise bei ihm sieht man zum Beispiel, hey, er hat ja gar nicht mehr Zaturma, sondern stattdessen Double Kick, was ist denn passiert? Ich habe bei den Monstern, die ich so mit ins Team nehmen möchte, halt gecheckt, wie die Attacken ausschauen, was sie lernen können. Und habe dabei zwei Sachen gelernt. A, Monster von Generation 1 bis 3. Da sind die neuen TMs nicht auf sie angepasst. Also halt zum Beispiel Bullaboo durch Grassmod ersetzt und Doppelteam durch X-Scissor. Und das wurde auf die älteren Mon nicht angepasst. Das heißt, Mons konnten die Attacken fälschlicherweise lernen. Also konnten sie TM beigebracht bekommen, obwohl sie es eigentlich nicht lernen könnten. Das habe ich dann gefixt. Das ist zwar ein bisschen blöd gewesen mit X-Scissor, aber das hat jetzt, glaube ich, bei effektiv keinem Mon einen Abbruch getan. So nach dem Motto, du hast geschummelt. Und das Schlimmere ist halt, dass bei den neueren Mons, da ist das mit den TMs total verhunzt. Das liegt ja daran, dass in späteren Generationen ändern sich auch TM-Nummern zu anderen Attacken oder werden ersetzt oder sonstiger Käse. Und ja, das wurde halt da gar nicht angepasst. Halt beispielsweise halt mein Tapu, der hatte halt X-Scissor, Rock Tomb und sowas habe ich ihm beigebracht während des Trainings. Und ich habe mir mal nachgeschaut und der kann das alles gar nicht lernen. Er könnte Grassmod lernen, aber das ist ja hier TM5. Und deswegen wird das als Brüller gehandhabt, deswegen kann er es auch nicht lernen. Was ungünstig ist, da denkt man sich natürlich, hey, wie konnte ich denn die Attacke, also Zaturma verlieren lassen, weil es ja eine VM. Ich habe halt Cheatcodes probiert, ob ich halt irgendwie da was machen kann. Hab gesehen, dass ein Code funktioniert, dass ich durch Wände und so laufen kann. Und bin den ganzen Weg zu Segra Sub City gestresst an allen Triggern vorbei, um dort mit den Attackenverlerner zu reden. Das war ein Abenteuer. Hab später gelernt, dass ein anderer Code funktioniert, mit dem ich mir hätte den ganzen Käse sparen können. Also hoffentlich habe ich keine Event-Flags irgendwie verhunzt. Ich hoff's. Ich habe gemerkt, dass ein Code funktioniert. Und zwar kannst du halt eine TM einem Mon beibringen, aber die zu lernende TM-Attacke wird dann in diesem Bildschirm hier, wenn du dann eine Attacke auswechseln kannst, verändert. Aber halt nur für Attacken von Generation 1 bis 3. Das heißt, ich konnte den Mon zu der Attacken neu beibringen, die ich halt aus Versehen verlernt hatte, weil ich dachte, hey, ich habe ja hier diese ganzen TMs, deswegen brauche ich diese anderen Attacken nicht. Beispielsweise, ich hatte Zertrümmerer, wozu Doppelkick, als Beispiel. Und habe das halt mal entsprechend angepasst. Da ich aber halt schon eine Herzschuppe verballert hatte, für etwas, was dann letztlich total egal war, habe ich dann einfach quasi den Käfer hier ausgerechnet einfach Ice Punch beigebracht, weil das hätte ich ansonsten gemacht, aber ich wollte dann nicht nochmal alles wieder resetten, neu machen, weil ich saß dann schon 4 Stunden an dem Spiel, weil ich halt das alles irgendwie fixen wollte und es einfach ewig gedauert hat. Also haben wir immer wieder gelernt, Hackersteller sind gerne mal sehr faul und das ist dann sehr lästig. Ja. Kann man ansonsten irgendwas noch dazu sagen? Musa technisch hat sich bei den meisten nichts getan. Ich habe ihn auch Brave Bird beibringen lassen, das kann er lernen, das Level 1 Attacke ist super seltsam. Aber einfach nur als Ausgleich, bis ich irgendwann Aeros oder so habe. Ansonsten habe ich gelernt, Ocelot kann nicht Kreuzschere lernen, er könnte aber Blutsauger lernen. Warum? Warum? Keine Ahnung, hat fette Zähne. Na yes. Super seltsam, aber wir haben hier das gute Lied live, also bin ich schon sehr erfreut, falls ich das mit irgendwann mal mit Mons lerne. Nee, mehr gibt es halt nicht wirklich zu erzählen. War alles ein sehr großes Chaos, es war sehr nervig. Das ist erstmal das Team, was so bleibt. Und ja, mal gucken, ob es klappt. Ich habe ansonsten diesen ganzen anderen Low-Trainer zum Beispiel beim Training irgendwann mitgeholt. War nicht sehr spannend. Ich glaube, es gibt alle Tapus hier. Ich bin zumindest 3 von 4 Stück begegnet. Das war ganz interessant. Okay. Und ja. Dann legen wir los. Kampf ist Kampf. Ja. Es ist einfach, es gab auch keinen Cheatcode, also generell nicht für Smaragd, für halt TM-Kompatibilität. Was sehr nervig war. Deswegen kann ich halt da nicht Grass noch beibringen, was halt auch sowas wie Tapu Koko schon sehr cool wäre, so Pflanzen-Coverage für Bodenmons. Braucht doch keine Sau. Nee, bloß nicht. noch irgendwas? Nice. Mehr fällt mir gerade nicht ein. Nee, ist einfach super nervig mit diesen ganzen. Also hat das bei Randomizern und so, das gerne mal nicht funktioniert, das ist schon nervig genug, aber dann hast du schon Hackersteller und dass sie halt dann TM sich anpassen, ist halt schon echt unnötig, Mann. Ich weiß so, es. So, da kommt ein Mund hier. Ich weiß, es ist Arbeit, aber come on, man. Come on.
Warte, du bist jetzt Stahlfee. Ja. Okay. Bin ja noch kein Unlicht. Und daher Oslote. Oh, nice. Intensität 10! Die, Bitch! Hilfe, Maser redet nicht mit mir. Damn. Was? Warum rede ich nicht mit dir? Steve meint, du redest nicht mit ihm. Achso, ich hab doch Hallo gesagt. Was ist denn los? Er hat gefragt, was abgeht, du Bitch. Ja, du hast gesagt, nicht so viel und Arbeit und so. Und da habe ich nur zustimmend genickt. Achso. Ich hatte nichts großartig dazuzufügen. Also bei mir geht auch nicht viel ab. Ich kam auch von der Arbeit. Furchtbar. Schäm dich. So, Geradax. Geradax macht gerne eine Bauchtrommel, aber kann nur normal attacken. Moment. One-Hit-KO? Was für ein Mon wäre hier in dem Raum? Auch nur irgendwelche anderen Sachen. Weiß nicht genau, warum es One-Hit-Knockout dasteht, aber es ist kein One-Hit-Knockout. Es ist einfach nur irgendein anderer Blödsinn. Hm. Oh, 80 Stärke. 80 Stärke, Lead-Life, so gut. Als Step. Mit HP-Regeneration. Wie sieht ein Lethakings Spezialangriff aus? Kannst du mal schauen bei dir? Ja, also ungefähr Level 29, er hat irgendwie, ich glaube, fast 100 Angriff und hat im Verhältnis 60 Spezialangriff, also fast die Hälfte davon. Das heißt, so auf ungefähr 31, je nachdem wie die DVs sind, könnt ihr in Richtung 60 haben. Ich wollte nur die ungefähre den ungefähren Unterschied haben zwischen Angriff und Spezial. Ich arbeite. Ich bin halt am Überlegen, das Ding kann zwar eine Unlichtattacke, aber ich glaube, die sollte mein Smiley dann dementsprechend nicht töten. Und ich kann erstmal eine Hypnose versuchen. Ich arbeite einerseits nebenher als. Ich habe irgendwie Super Repairs gekauft und ein paar auch unsichtbare Items eingesammelt. Ich arbeite nebenher teilzeittechnisch halt im Einzelhandel, als Kaufmann. Und dann noch bei Gebäudeinstandhaltungsservice. Und ja. Ich arbeite bei der Bullermannrei. Bullermannrei? Die Puller am Rhein. Pass auf, jetzt kommt so, Lethaking. Kauffrau. Genau. Ah, hören Sie mal, also wenn Sie jetzt mir nicht diesen Staubsauger abkaufen, dann zeige ich Sie an wegen sexueller Belästigungsbrot und so. Okay, er versucht Gähner zu machen. Maser ist seit vielen Jahren ein Blauer. Das ist doch beim letzten Stream auch Thema gewesen, dass er dann vorbeikommt und dich einknackt. Ja. Genau. Das war ja dann der Witz. Dass Maser vorbeikommt und erstmal ein bisschen Geld absnackt. Hast du Fluch aufgesetzt? Wahrscheinlich nicht. Wollt's machen, aber wegen dem Gähner habe ich jetzt lieber den Schlaf eingesetzt. Ja. Halt, was soll er dagegen machen? Er kriegt jedes Mal einen Schaden, kannst die ganze Zeit rumwechseln. Ja, aber das Problem ist, er kann halt eine Unlichtattacke und ich weiß nicht, wie viel sie abzieht. Und wenn die mir ungefähr die Hälfte abzieht, bin ich tot. Ja, ist doch blöd. Deswegen habe ich es halt lieber so gemacht. Er hat übrigens bei mir jetzt schon 6 Pokémon und ein Gyarados. Es wäre mehr Geld drin für eine bessere Cam, auch für einen besseren Rechner, aber Maser hat sich lieber irgendwelche Statuen von Anime-Girls geholt. Der sagt, nein, es gab einfach momentan nur nichts zu kaufen, weil... Ja, momentan, aber wenn wir die Vergangenheit zurückdenken, also bitte, oh nein, danke. Da war ja die ganze Zeit immer die Planung im Weg. Ich habe ja immer geschaut, was könnte ich machen, was könnte ich kaufen, aber es gab da nichts dran, wo ich mir was kaufen wollte, weil ich die Kohle hatte. Okay, ich muss bei... Moment, nur kurz. Da gab es dann kleine Grafikkarten. Ich muss bei Arena-Leitern, glaube ich, aufpassen. Nein, nicht stimmt, die haben ja die Moves von Pokémon stellenweise, glaube ich, war das Problem, oder? Weil er hat gerade Doppelteam eingesetzt, das lernt er nicht regulär. Kann sein. Ja, ich habe gar keine Cam, das wird auch so bleiben. Ich sitze gerne hier oben ohne. Das ist ganz angenehmes Klima. So. Ich bin aus wie eine Wurst. Ich bin ziemlicher Bulli, mein Freund. Also nicht fett, meine, wenn ich mich nochmal hinstelle und nochmal hinsetze, dann ist meine Brustspannweite und Schulterspannweite größer als mein Bauch. Aber ich habe kein Sixpack. So, da kommt die Finte jetzt. So, mal schauen, wie viel Schaden macht die. Ich hab vorhin ein. Ja, es war gut, dass ich keinen Fluch eingesetzt habe. Ich hab vorhin ein ziemliches Kreuz. Sehr zu meinem Vorteil, wie ich finde. Du kannst potenziell Boden attacken oder so. Ist ja sehr unsexy, Mann. Oder Gesteinsattacken.
Oh boy, es ist kein Problem, ich hab Ice Punch. Ha! Schulterspannweise wie eine Salami. Mir genau. Natürlich kannst du Struggle, ist so dumm, dass der Hack nicht fertig ist. Es ist so nervig bei den ganzen Arena-Kämpfen, ey. Ich habe dich auf Kelben gesehen, also natürlich immer nur so Leute per Kelben zu sehen, wie sie rumsitzen, ist halt jetzt nicht der beste Indikator. Aber du sahst jetzt nicht wirklich so fett, aber es sei denn, du bist jetzt in den letzten, was, 2-3 Monaten ziemlich in die Breite gegangen, mein Freund. Kann sein. Ich hätte Vital Throw machen sollen, bin ich doof? Warum mache ich Ice Punch? Ich habe übrigens Ice Punch statt Dollar Punch draufgetan, weil ich mir dachte, falls noch ein Dragoran oder so kommt, 72 Kilo, ich wieg mehr als du, mein Freund. Jetzt ich wieg mehr als du inzwischen, weil ich 10 Kilo zugenommen habe. Wo auch immer. Also entweder ich habe letztens auf die Waage gestellt und ich war auf einmal bei 81 Kilo und dachte, what the fuck ist hier passiert? Ich wieg auch mehr als du. Aber ich nehme ab, aber ich nehme ab. Das ist das Wichtigste. Ich mache Sport und nehme ab. Beziehungsweise mehr noch Krankengymnastik als Sport. Weil ich das Bein immer noch fixen muss. Wird immer noch Ewigkeiten dauern, aber es geht. Oh, ich weiß, warum ich Eisbahn gedrückt habe, weil ich jedes Mal denke, hey, Eis auf Gestein ist ja effektiv. Es waren drei verschiedene Wagen, also ich glaube nicht, dass alle drei Wagen plötzlich mir 10 Kilo mehr anzeigen. Ich bin tatsächlich einfach schwer geworden. Es kann aber sein, dass ich auch ein bisschen größer geworden bin, sogar noch. What? Du bist way, way past that point, my friend. Ja, weil ich habe nämlich zuletzt mit jemandem gequatscht. Also einmal haben meine Eltern gemeint, dass ich irgendwie größer wirke. Und ich habe auch mit einem, also ich stand auch neben einem 1,80 groß war und ich war wirklich ein gutes Stück größer. Also ich habe dem auf die Stirn geschaut, obwohl ich auch eigentlich nur 1,82 bin. Also vielleicht habe ich 1-2 Zentimeter zugenommen. Aber in die Höhe? Ja. Wie soll das gehen? Außer deine Füße sind untenrum fetter geworden. Ich weiß es halt nicht, keine Ahnung. Vielleicht bin ich einfach allgemein kräftiger geworden und mein Oberkörper hat sich so ein bisschen hochgeschoben. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Es ist ja auch nur eine Vermutung, ich habe mich nicht gemessen. Ja. Könnte ich aber machen, Moment. Nimm mir die Knarre aus der Hosentasche, dann wiegst du wieder weniger. Aha, du weißt, wie Masse Knarre aussieht, ich verstehe. Und Verschämtheit. Übrigens, hey, das ist schon, glaube ich, das dritte Mod nur mit Struggle. Ist so dumm, ey. Ich glaube, die ganzen Struggle-Mods sind die, die er neu hinzukriegt, Fragezeichen? Nee, das hatten ja auch bei anderen Erinnerungen, dass es da das Problem war, von daher. Oh Mann, Hyperpower ist ein bisschen veralbern. Du Bitch. Aber Steven, warum machst du da nicht Sport? Es sei denn, dich stört's nicht, dass du dicker wirst. Oh was? Das habt ihr? Ich hab das nicht. So, also. Dann viel Spaß dabei im Steven. Laut Zollstock und eigener Messung bin ich immer noch 1,82. Ja, siehst du. Die anderen werden einfach nur fett. Die anderen werden einfach kleiner, das ist das Problem. So, Achso. Oh. Steven wird nicht dicker, er hat uns alle verarscht. Er wollte nur Sympathie erhaschen. Achso. Nein. Ja, die Corona-Verordnungen sind bei uns inzwischen auch einiges lockerer geworden. Bye bye, Steven. Oh, das ist bei uns super lustig. Wir wollten wieder Essen bestellen und haben angerufen. Shiny Nosebase. Und da hatten wir halt schon mal bestellt vor irgendwie 2 Wochen. Und dann ruft man heute an und will halt bestellen und dann wird einem gesagt, jo, seit heute liefern wir nicht mehr. Das heißt, die haben jetzt halt nur noch bei sich halt abholen oder halt dort essen, aber nicht mehr Lieferung, wo ich mir denke, in der Pandemie, genau. Ja, die Sache ist wahrscheinlich die, dass sie aufgrund von den Problemen, dass sie eben nicht mehr so viele Leute haben, sich das Liefern nicht mehr leisten können. Oder nicht leisten wollen. Ja, aber die Sache ist, du kannst dort nur bestellen, aber einen Mindestwert von 45 Euro. Also der Mindestwert wird ja wohl so ausgerechnet sein, dass man Plus macht. Ja, keine Ahnung. Vielleicht haben sie inzwischen gesagt, es lohnt sich trotzdem nicht und haben es deswegen gelassen. Keine Ahnung. Super dumm jedenfalls. Ja, außerdem hatten wir bei denen eine Gutschrift, weil sie den letzten Mal bei der Lieferung was verkackt haben. Und dadurch, dass sie das so umgelernt hatten und wir jetzt keinen Bock hatten, fürs Essen nochmal rauszufahren, weil wir waren jetzt schon ein paar Stunden unterwegs mit Arbeit, ist jetzt quasi halt die 12 Euro verfallen. Und wir haben halt davon nicht bestellt, mussten uns selber verlegen. Super nervig. Lektion des Lebens ist auch niemals irgendwie was auf Gutschrift einigen oder so. Einfach gleich Cash geben lassen. Der ist übrigens dead. Nice.
Wenn du wie 3-4 Punkte hast. Meinen schönen Mons Surfer. Weil, guter Angriff. So. Ich könnte den New King jetzt, ich glaube, ich werde den New King jetzt Surfer beibringen. Was wollte ich nochmal dafür wegmachen? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, Flammenwurf? Kann sein, ja. Flammenwurf oder Eisstrahl, irgendwie sowas hat man, glaube ich. Nee, Eisstrahl werde ich aber halten für Drachen und so ein Shit. Ja. Oh Gott, du quatschst mir zu lange, mein Freund. So, wir nehmen wieder Giflor mit. Und lassen erstmal Garados zu Hause. Und was war das andere Mon? Elektroball, genau. Und nehmen nämlich Elektroball statt Kikli wieder mit. Ich glaube, das ist nicht ganz richtig. Ja, genau. Finotaur kann nicht Surfer lernen, das kann ich dir beschwören. Nee, ich meine, dass es nicht richtig ist, das könnte sein. Ach so. So, Flametrover. Mach's gut, weil die Sache ist halt, Pflanzenmonster treffe ich mit Eis. Stahlmons treffe ich, also wenn sie noch einen zweiten Typen haben, kann ich sie zumindest noch treffen, außerdem habe ich Schaufler. Ja. Eismons, ja okay, die treffe ich nicht mehr effektiv, aber da werde ich auch nicht drin bleiben, wirklich. Genau. Ja, das war's so ziemlich. Halt Flugdrache und sowas habe ich alles, aber das Flametrover ja egal. Ja. Also nämlich, das ist ein Surfer, habe ich nämlich auch noch was. Gesteinsmon, Bodenmains und sonstiger Spaß. So, gab's jetzt noch irgendwas Neues? Ja, es gab noch einiges Neues. Du kannst jetzt Items und so, also du kannst Server-Encounter machen, wenn du nicht irgendwie Angriffsstädte und so benutzt hast. Ansonsten kannst du halt dir per Surfen. Wir können die ganzen Routen machen. Ganzen Routen? Das Schiffswrack, also prinzipiell die Route von Faustau Hafen nach rechts. Und die Regen. Und wir können von unserer Mutter zumindest Amulett holen. Stimmt. Erstmal hier was holen. Ein Mix. Achso, das war nicht mehr mein. Ich bin aus Gewohnheit gerade ins linke Haus gegangen. Ich bin nicht deine Mom. Das ist ja gar nicht mein Haus. Das ist ja gar nicht mal mein Haus, ja. Wunderschöne Surfmusik, by the way. Mhm. Oh, sie wollten mich erstmal in Snuff eintragen. Jetzt erst. Ja. Hey, Münzamulett. Dankeschön. Beute. Nehmen wir doch gerne. Yes. Geben. Boom. So, was haben wir gesagt, war das nächste? 33. 33 war es schon? Ja. Deswegen habe ich Monster halt auf 32 und ich bleibe danach, darf ich sie ja nicht mehr benutzen. Ja. So. So. Oh, die Lex. Ist auch super wie bei Tapu Koko mit seinen komischen Händen. Kann fucking nicht Kreuzschere lernen, aber halt Kettwende und Leech Life. Ja, genau. Ach, stimmt, hier können wir jetzt an der Seite wie surfen, oder? Aber was bringt uns das? Da kommen wir nach Malvenfroh. Ist die Abkürzung. Stimmt, wir können auch neue Malven vormachen. Und jetzt schon? Das kann sein, ja. Ja. Hast du da unten das versteckte Item? Was? Wo? Hier. Wo soll das sein? Wo? Lüdenburg. Also hier gab es noch zwei Items, wenn du in den unteren linken See schwimmst. Achso, Lüdenburg, ja, da bin ich gerade auf dem Weg. Ich hab nur das oben beim Mann geholt. So, hier ist nämlich Route 105. Und das ist ein Dupe. Dupe. Oder hatten wir Route 105 schon? Na, als wenn das Gras und so dazu zählt, dann ja. Nee, das Gras zählt nicht dazu anscheinend. Ich schau gleich nochmal auf die Karte. Oder schau du kurz auf die Karte, weil ich wurde gerade angegriffen. Ich gehe kurz einfach hin und schau nach. Ja, ich weiß, dass es Dings ist. Ich weiß nur nicht, ob es das von unten Faustau Hafen ist oder nicht. Weil wir sind ja bei Faustau Hafen auch raus und es könnte ja sein, dass das über Faustau Hafen ist. Ich bin gleich dabei. Lass mich hier noch kurz fertig tun. Das hier ist Route 104 beim Gras. Kann ich ja checken. Ja, genau.
So, Pukinev. So. Dann wir Route 5, dann Route 106. Ja, Route 106 war das, also Route 105 ein Encounter. Und es gibt hier, es gibt halt die Regi-Höhle, aber die können wir noch nicht öffnen, glaube ich. Ne. Ja, klar können wir die noch nicht öffnen. Die Sache ist halt, potenziell muss man gucken, ob man das eventuell mit einem Code ausgleichen kann oder so. Okay, Schwalbini ist das. Was ich erstmal mache, ist mir hier oben noch ein Item holen. Weil dann muss man auch surfen und dann säge ich runter. Weil wird ja erstmal eine Weile dauern dann mit dem Segeln. Mhm. So. Ein Pipi-Oop, das ist gar nicht so verkehrt. Da war noch ein Item, okay. Ja. Wenn man nicht sehr schnell hat, kann man sich ab dann auch dort das hinter dem Busch holen. Oh, der dreht sich auf der Stelle. Ich glaube, das heißt ja, wir kämpfen, ne? Nein. Nee. Oh. Jetzt bin ich immer auf der Stelle gedreht. Hab ich nicht drauf geachtet, tut mir leid. Ups. Hab ich letztens wieder ein paar Clips angeschaut. Ups. Entschuldigung. Ups. Hab ich aus dem Mikro umgekloppt. Also, ich hatte gar keinen Fluch mehr, ups. Lebst du? Nein, okay, verdammt, ich habe meinen Schwabini getötet. Das war dein Encounter? Oh. Nicht schlecht, Mase, nicht schlecht. Und manche der Clips sind schon super lustig, das ist immer noch Route 104. Oh, das Level ist aber dezent hoch. So, Route 105. Natürlich drehst du dich. Oh, die Kampfmusik findet, also die ich wurde gespottet Musik findet nicht statt. What? Damn. Kannst mal sehen. Das traurig guckende Butterfree. Eisaufgeber war neutral, ne? Ja. Da macht das keinen Unterschied. Funderbult! Natürlich drehst du dich, Bloku. Whirlwind. Ja, viel Spaß damit. Ja, du solltest dich auch sehr bedroht fühlen. Aber jedes Mal, wenn ich auf deinen Bildschirm gucke und denke so, warum ist dein Pokémon fast tot? Ach so, ja, wegen der Leiste. Gut, ja. dass da die Zahlen dazu stehen, ist sehr hilfreich. So, 107. Die hatten wir schon. Was? Die hat mich... Okay. Die hat mich gesehen. Ja, das Ausrufezeichen war nicht sichtbar. Die war ganz oben am Rand, aber sie hat mich trotzdem gesehen. Beldum. Ist ja gemein. Bitch. Immer noch keinen Counter, what the fuck? Achso, klar, weil ich Superschutz anhab. What? Das heißt auch nur ein Counter auf den entsprechenden Level auf, Moment. Ja, da konnte ich das nicht routen und so weiter, I guess. Versuch die Trainer größtenteils auszulassen. Ich meine, Geld. Ja, aber Level. Ja, aber die Sache ist halt, ja, das passiert auf dem Weg nicht so viel. Und ich habe mir noch die anderen Monster trainiert, die ich dann mitnehmen kann, von daher. Goddammit. Ich wollte warten, bis der Schwimmer weggeht und er schwimmt ja genau so lange weiter, bis er in meiner Reihe ist und dann schwimmt er nach oben. Oh, 3000 Geld. Ach stimmt, das ist übrigens eine Attacke, die existiert. Riesalz. Hat's ja gewundert, warum Riesalz? So, mein Schutz ist weg. Nimm die Paralyse weg und mach dann mehr Schaden dafür. Ich habe einen Code gesehen, der könnte sehr interessant sein. Weil es gibt ja den Rayquaza-Encounter. Und das Problem dort ist ja, dass das Level 70 ist. Deswegen kannst du es ja nicht benutzen bei einer Nuzlocke. Und es soll einen Code geben, der das Level von wilden Pokémon festsetzt. Das heißt, wenn der mit... Ah, okay, ist ein Magic Code, nicht mehr nur Code. Whoops. Ich wollte gerade sagen, hey, wieso zuerst gefeuert? The fuck. Das heißt, theoretisch könnte man den halt nutzen, dass man halt dann einen entsprechenden Encounter auf einem Level bekommt, den man auch nutzen könnte, theoretisch.
Aber ansonsten hat es halt keinen Sinn, halt eigentlich zu Rekasen zu gehen. Und irgendwas zu riskieren. Oder was auch immer bei dir als Randomizer geworden ist. Und was auch immer es bei mir geworden ist. Einfach nur um dagegen zu kämpfen und Spaß zu haben. So. Wenn du wie 20 Level oder so höher ist. Genau. Bei mir ist es kein Randomizer-Encounter, by the way. Stimmt. Ich hab immer noch keinen Encounter. GG. So. Mein Encounter! Mein Encounter ist ein Pupitar. Oh, hatte ich schon ein Meryl? Glaube nicht. Nee, das habe ich. Das ist ja gestorben durch einen Crit. Glaube ich zumindest. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Well. So, wie kriege ich jetzt das Pupitar? Moment, ich kann auf die Tarking wechseln. Mit Gainer und Glut, I guess. Ich hab's gefangen. So, pff, wie nehme ich dich denn, ey? So, ...105 hat nur nichts. Jetzt sind wir bei der 108. Fertig. Gut, kann ich wieder Schutz anschmeißen. Hey, wieder Pupita! Jedes Mal kriegst du die Mons. Naja, aber Pupita... Rot 106 hatten wir. Das war der Crit. Funktioniert noch, gut. So. Instant befreit. Was ist denn mit dir verkehrt? Du schläfst und bist ganz weit unten. Bam, Brave Bird. Brave Bird bei Hetera ist einfach nur so Self-Kill. Ja. Ach, noch mehr Geld. Nice. Kann schon mal sowas wie Tränke kaufen nach 5 Arenen. Ding kann Kreideschrei und Silberblick, alles klar. Naja. Gleiger. Ich hab da einen wunderschönen Eichstrahl für dich, mein Freund. Komm, bleib im Ball. Ich hab Bock im Ball zu bleiben. Hab ich das Problem, das du hattest? Hm. Sobald du an 200 rankommst, können wir weiterreden. Ach Moment, ja klar, ich muss hier kurz hoch. Ups. War hier nicht irgendwie ein Item? Nee. Na gut. Kurz abstechen in die Arena, I guess. Jetzt aktiviert halt auch die ganze Zeit seine Expedermis. Gott, damit, bleib jetzt mal schlafen, bitte. Danke. Meine Expedermis hat fast 50% Rate. Nice. Siehst du, keine Ahnung, eine Pokébälle. Was beschwerst du dich überhaupt? Und trotzdem gut. Nein! Plus. Oh, wenn du zu viel A drückst. Sollte einfach B drücken, Mann. Wie nennen wir ein weibliches Despotar? Beziehungsweise Pupitar in dem Fall noch. 107 war geangelt. Keine Ahnung. Oh, Shipwreck, da gibt's eine gute TM, glaube ich. Weil müssen wir dafür nicht Taucher haben, um komplett durchzukommen? Ja. Ich weiß gar nicht, da war irgendein Item von Relevanz, glaube ich. Oder zumindest eine TM von Relevanz für mich persönlich. Ich weiß es aber nicht mehr. Fakt ist, man kann da drin angeln. Und schwimmen. Erstmal fucking Quick Attack Crit. War du bestimmt da. Ja. Wow, wenn sie sich genau auf dem Frame umdrehen, wo du gerade auf das Ding stellst. Naja. Goddammit. Ich. Oh, wie brava, ich habe Ice Beam. Und deswegen habe ich Ice Beam draufgepackt. Und Ice Punch.
Nur deswegen. Ja, halt für, Ja, ich weiß. Für Drachmon, so halt Dragoran. Down Drachmon. Ja, da hast du jetzt recht. Weil ich hatte sonst nichts Gescheites dagegen, von daher. Warum taucht hier auf dem Meer? Also, ich find's gut, dass die schöne Surfmusik nicht unterbrochen wird. Das ist einfach nur sehr weird. Nur die Kolo und Jeans. Ja, ist ja ein hervorragendes Type-Matchup-Ding hier wieder. Seht ihr irgendwie häufiger? Hm. Okay, Sorge. Kann mit Schaufler schon mal ein bisschen was umgehen. Und Leadlife sollte Jinx ziemlich rausnehmen von einem fucking Mosquito. Ja. Sollte ziemlich gut klappen. Ja. Selbst wenn ich jetzt Schaden bekomme, Little Kolo, ich kann einfach wieder das drücken. Ey, das ist ja so bei 85 ist so gut, ey. Nature Power wurde zu Surf. Gut, dass ich geschaufelt bin. Geschaufelt. Naturkraft, ich wünschte übrigens. Oh, das war ein Crit, wollte ich schon sagen. Ich wünschte übrigens, dass Naturkraft eine TM wäre. Das kann nämlich zum Beispiel auch Tapu lernen. Wäre einfach eine coole Attacke zum haben, weil halt man die so auf die Umgebung anpassen kann. Das würde coole Strats ermöglichen. No. Das gibt's ja später als TM, aber in Generation 8. Mit den ganzen TMs und TF oder was auch immer das da war. TR. TR. Technisches Ruderboot. Mhm. Maschoka. Komo, das ist Drache Kiempf. Yes. Ist okay, ich habe E-Speed. Auch wenn mein Spezialangriff ein bisschen schlechter ist. Wahrscheinlich wird es aber nicht reichen, oder? Nope. Okay, Scary Face, man kann nicht leben. Na, einfach mit Leben. Ist ja unglaublich. Oh, hey, jetzt kommen wieder die Flint-Strats oder was? Warum hat jedes Film mit Scary Face irgendeine Attacke, die flinchen kann, Mann? Entschuldigung, die Chips-Rock-Musik ist auch extrem geil. Erinnert mich sehr vom Klangbild her an Pong Mystery Dungeon. Finde ich jetzt so, persönlich. So, mein Schiffswrack. Encounter. Oh, X-Bar, neat. Wurde es eigentlich jemals geklärt, warum Donnerblitz und Flammenwurf 15 AP haben und Ice Beam nur 10? Ich glaube, so viel meinst du in der Erklärung? Keine Ahnung. Nicht, dass ich wüsste. Wir haben das Armor King schon fast 33. Ist okay, meine Stachelspore geht dann nicht. Ist ganz okay. Hallo, Deoxys. Der Name! okay. Hallo, Missing No. Oh Gott! Na gut, das wechsle ich rein. Hoffentlich kommt jetzt nicht Psycho-Boost oder so, das wäre schon ziemlich kacke. Okay, Struggle. The fuck? Warum ist die Hand so riesig? Weil er dir jetzt sagt, dass du mit der Hand sprechen sollst. Oder so. Hm. So. Superball. Armor King ist 33. No. Nice. Das wäre nämlich tatsächlich auch ein sehr interessantes Pokémon mitnehmen. Oh fuck, mitten in den Doppelkampf rein. Wow. So, schon wieder weiblich. Wir nehmen ein weibliches Golbat. Rotmeile. Rotmeile, was? Yes. Ja, ist halt gerne am Saugen. Ihr sagt nicht nein. Kannst auch gleich Reeperbahn nennen. Ja. Hey, noch eine Lauchstange. Lauch, Lauch, Lauch. Schördiger Lauch. Gab's noch irgendwo ein Item? Eventuell, vielleicht. Oh, Route 108, ja, das ist ein neuer Encounter, ne? Ja, wo ist Route 108 ist ein neuer.
Das Schiff ist ein Stückchen weiter. Ein Stückchen weiter. Okay. Ich habe ja auch erst Pupita auf 108 gefangen und bin dann ins Schiff. Auf 108? Ach, du meinst Route 108? Ja. Also, natürlich meine ich die Route. Machen wir jetzt ein bisschen Vorspulen hier. So, klapp du das mal den da aussaugen und boom, du das mal dann Funkensprung machen. So, mein Encounter ist... Landung. Hallo? Ah. Oh Gott. Hey. Okay. Muss halt schauen, ob das mit der Mega-Entwicklung geht. Weil als Mega wäre das ziemlich cool. Ja, ist halt die Frage. Ist halt wie mit Banett. Ist oder ist nicht? Genau das ist das Problem. Eigentlich sollte es ein Stärke überleben. Es ist ein Stahl, oder? Okay, ich weiß nicht. Ja. Okay, Stärke. Oh. Knapp. Aber hat überlebt. Ja. Okay, gefangen. Attack. Ich war nur irgendwann mit einem Flugangriff. Hm? Ach, Hackattack ist so. Mit einem Flug, ja. Ach so. Nichts. Ah, genau, das ist der Lagerschlüssel. Lagerschlüssel, what? Hm. Wie? Na, da ist ein Raum, der verschlossen ist, da steht Lager drauf und das ist der Schlüssel dafür. Achso, der Name ist übrigens fertig. Was ist fertig? Der Nickname ist fertig. Bite me, Uwu. Okay. Bite me. Ach, ich hab gerade gesehen, es ist männlich. Es gibt männliche Flunkiefer. Ich bin ja schwer überrascht. Oh Gott. TM6 findet man hier. TM6? Moment, kann nicht sein. Ich hab schon Toxin. Ich hab TM6 Toxin gefunden. Aber die ist randomized, never mind. Stimmt, ja, es ist randomized. Stimmt. Ist mein zweites Toxin? Oder hast du das woanders gefunden? Nein, ich hab's mit mir regulär gefunden. Ja, ja. Ich hab's hast du irgendwo anders gefunden, wo es bei mir gerandomized wurde, ja. Ja, ich hab das Original gefunden, so. Ah. Will ich mich mit euch anlegen? Warum kommen sie die ganze Zeit Psychomons, Mann? Nee. Ich lass das Item mal da liegen. Das Item da oben hole ich mir noch. Taunt. Ich darf mir auch bald einen Blitzer holen. Sobald ich in Segras Ulp City bin und ich einen Stein kaufen kann. Weil ich weiß, wo es ein Eboli gibt. Aber da hast du nicht Blitzer gefangen, sondern dir einen Eboli gefangen. Ja. Ist doch Schummel. Nein. Ich dachte wenigstens, du musst Blitzer als Encounter kriegen, aber nee. Well. Dein waren deine Regeln. Sollte hier auf diesen Schiffswrack abgammeln, ey. Ja, theoretisch, wenn Glurak dein Lieblingsmon wäre, dann dürftest du ja auch Glumanda, Glutexo und sowas nehmen. Ja, aber... Ja, no. Wegen Stein, aber ist ja wurscht. Aber ja, kann man auch so argumentieren. Never mind. Übrigens, Armor King ist jetzt 34, also kann ich nicht mehr benutzen bis nach der nächsten Arena. Hm. Alles gut. Kannst mir auch züchten, ich kann ja meine Aquana in die... Wir haben nie eine Regel für Züchten gemacht, ne? Ja, züchten ist halt immer rausgenommen, weil wäre ja Blödsinn normalerweise. Kriegst ja ein Pokémon, was du schon hast. Ich könnte es mir nicht mal gescheit züchten. Mein Exorion ist ja männlich dementsprechend. Würdest du ein Ditto? Moment, warte mal. Ich glaube, wir haben noch einen Encounter, oder? Kann das? Wenn du dich direkt an den Rand stellst, oder nicht? 134. Ah. Aha. Ein Tauboga. Ey, Tauboga Gang. Ah, Storage ist. Level 6. Storage ist halt erst, wenn wir Taucher haben. Typeball. Nein, das Lager bekommst du den Schlüssel. Auch ohne Taucher. Was war dann da hinter. Da ist die TM drin. Was? Warte, hinter Taucher ist. Das ist die Schwule. Hinter dem Taucher ist die Schwule, die da. Ah, ja, 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 ja. Und dann, keine Ahnung, was du dafür bekommst.
Abyss-Zahn oder Abyss-Platte. Ah, okay. Das ist nichts Wertvolles. Ich meine, wenn du Perlu hast? Ja. So, Encounter. Mein Encounter ist... Moment, habe ich doch gerade Nidoking vorne? Nee, das kann nicht sein. An dem ich gesurft habe. Oh, geil, Charger Pack! Auf 35, nein! Ist zu hoch! Aber 35, ich kann's... oh Gott! aber ey, Charger Pack ist so... Charger Pack ist so geil. Oh, ich hab... Ja, das ist schon ein geiles Mon. Ich hab der Tag nicht geil. Oh! Nehmen wir denn ein männliches Tauboga? Ach, Paralyze natürlich. Tauboga ist der Baus. Gut, das bleibt auch noch. Ey, ist gefangen! 134. Ist gefangen! Yes! Schön! Geil! So das cool! Gut, dass ich auf die Idee kam. Ey, ich habe eigentlich ein anderes Elektromon legitim. Das stimmt, ja. Das tatsächlich mein Elektromon. was für ein Spitzname. Bustop. Genau. Gab's einen Autobot, der ein Bus war? Ich glaube nicht. Moment. Könnte man auch machen. Neue Malvenfro kann man machen. Fertig. Hier BVG GmbH. 35. Gott, der Mensch kann sich verletzen, ist so dumm. Aber ich hab's. Danach haben wir immerhin wenigstens ein etwas gnädigeres Level-Limit. Immerhin. Ich hab keine Heiler. Du meinst auf einmal ein Level-Limit, was in die Höhe schnellt und die meisten Leute, die das Spiel blind spielen, komplett überrascht. Ja. Weil die Gegner einen auf einmal wegballern. Ach ja. Was, du warst ein Trainer, du hast dich doch bewegt? What? Das war trotzdem Trainer. Damn, Bro. Oh fuck, ich hab zu schnell gedrückt, nein. Du fühlst ja alles ein Trainer. Aua. Über Paralyse, Dragon Rage, nein. Hast du überlebt, was? Ach, natürlich. Ikanok. So, hi Walter. Du hast mir eingefallen. Malvenfro, neu Malvenfro. Geh da hin. Kümmere dich um alles, weil ich scheiße bin. Danke. Er ist alt. Das ist einfach meine Aussage nicht. Er kann noch alt und scheiße sein. Maybe. Halt, aber erstmal gehe ich nach oben. War da hinter dem Wasser irgendein Item noch? Bestimmt. Ist das Schiff groß? Geht so. Du musst nur da hochgehen und dann bist du schon fast da. Ja, jetzt das Schiff. Okay. Fuck. Wenn du von oben reingehst, kommt ein Doppelkampf. Also geh von unten rein in den Raum. Und dann kannst du nämlich oben durchgehen und da ist auch noch ein Item. Okay. Wenn du unten links dann ganz rausgehst, kommst du zu einem Typen, der dir das sagt mit der Spule und da ist auch der Schlüssel als Item. Stimmt, ist eigentlich interessant, dass der Schlüssel da war. Aber gut, Key-Items werden nicht gerandomized, ergibt Sinn. So. Aber ich brauchte mich nicht einen dabei. So, Sir. Vielleicht kann man die Aber das ist halt auch ein Mon, bei dem ich am überlegen bin, ob ich mir das mitnehme. Hä?
Ah, da war der Doppelgang, okay. Water Revive. Ach, das ist eher, das ist dieses Paar mit Onyx und Austausch, ne? Kann sein, ja. So. So, und der Typ wäre aber nichts von mir. Nö, der sagt dir nur, dass er da das Ding sucht für den Krieg. Und im Storage Room selber ist auch nichts, korrekt? Halt die TM. Ja, ich meine, da war jetzt bei mir da. Nee, im Battle nicht. Gut. So, bei mir ist übrigens ein Ponita mein Encounter. Für was? Für neue Malven Pro. Ah. Icebeam war hier. Warte, was? Oh. Nee. Ach, die filmen auch regulär? Ja klar, du kriegst ja von weiter dann Donnerblitz, ne? Ja. Boah, dann bringt mir das ja einen Scheiß. Oh. Hat sich nicht gelohnt. Du hattest halt schon alles eher. Hat sich nicht gelohnt, okay. Ja, schön, dass wir beide an der Stelle eine TM hatten. Bei dir bleibt doch TM nur die Nummer, würden du meistens doch gesagt, oder? Nein, nein. Ja. Okay. Ich kann auch da, wo ein Pokéball ist, einfach eine TM finden. Oh fuck, ich glaube, ich habe meinen Schutz vergessen. So. In W schreibe ich da einfach hin, das ist ein Bonita. Und damit ein schnelles Feuermon, wenn ich mal ein schnelleres Feuermon haben möchte. So, wie nennen wir denn auf Level 35, Jesus. Wie nennen wir ein männliches Bonita? Nenne es Pferdestärke, nein, keine Ahnung. So, du 109 hatte ich ja auch schon mal im Counter. Ein Itemstar auf der Insel noch, genau. Ja. Noch ein PP-Op. Neat. Oh Gott. Lass mich in Ruhe, Lady. Ha. Wir wahrscheinlich auch kämpfen. Können wir gleich verhaken. So, und da. Pokémon Center und Tränke. Kannst wieder ja ordentlich verscheuern. Wie so ein junger Gott. Ich hätte auch einen Slimog kriegen können. Ein Slimog. Oh, 57.000 Geld. Gab's hier neu mal im Froh, auch statische Mond? Sollte eigentlich sein, ja. Mindestens eins. Schauen wir mal rein. So, was ist dein starter Encounter? Ah. Okay. Also entweder war es jetzt nur Zufall. Es kann sein, dass es noch der normale Encounter ist. Dann wird's ja sehen. Ja, war noch der normale. Ah. Aber nur zufällig genau, als ich mich gedreht habe. Ah. Eine Zitrobeere, das ist geil. Die müsste ich vielleicht sogar anlegen. Ist nicht so gut wie meine Zitrobeere, wenn ich sie dann irgendwann habe. Ja, aber 30 KP ist trotzdem ganz nett. So, weißt du was perfekt ist? Ich kann jede King ablegen und hat dafür Morabe, deswegen habe ich ihn zuerst höher gebracht. Weil da habe ich noch was mit Surfer. Lendpuder. Die Hex. Wer kriegt das jetzt mal in die Hand gedrückt? Das hat schon jeder irgendwas in der Hand. Wieder der Eingang hier. Sucht unmöglich von einem Welsa. Hi. Halleluja. Ist das dein Encounter? Nein. Ich habe hier einen Ponita gefangen, vergisst du? Ich meinte ja, statisch. Ich meinte statisch. Also. Nee. Leider nicht. Hätte ich gern genommen. Diese Generation lernt nichts Gescheites, aber es gibt TMs und VMs von daher. Aber das ist ein Lugia. Ja. Ah.
Wechsel dich schon aus, Giflor, alles klar. Giflor ist arschlangsam, was erwartest du? Es konnte nicht mal von einem Welser abhauen, ja, dass sich Level unter ihm ist. Giflor ist scheiße langsam. Ach stimmt, hier sind ja auch noch Items, glaube ich. Oder war hier nur eine Geheimbasis? I don't know. We shall see. Das weiß ich jetzt auch nicht. Item. Ah, da ist noch ein Item. Noch ein Rare Candy. Ist drei Stück davon. Neat. Soll ich darin habe, kann ich irgendwas instant auf 36 schauen. Würde sich ja Suppex für dich anbieten. Oder irgendwas von dem Monster, was ich auf der Box hab. Ah, hier unten ist auch noch was. Oder auch nicht. Ein Haufen nichts. Okay. I guess. Hast du bei Graffiport rechts geholt, das Mon? Achso, nein. Gut, dass du mich hast. Das hier ist mein Encounter. Hauptsieg. Also ist doch. Achso, ja klar, Jupes, aber ist der starke Encounter, also whatever. Ja. Gut, sind wir 34. Ich darf ganz schön lange surfen mit meinem Encounter. Achso, wegen Repel, nevermind. So, mein Encounter ist. Oh. Okay. Interessant. Es erfolgt mich. Ich weiß offizieller. Oh, es hat Trace, okay. Trace ist gut. Ja, deswegen, weil ich kämpfe. Ja. Jetzt gerade ist hilfreich, weil es nur alles für Runden angreift. Das stimmt, ja. Ja. Und du kannst theoretisch auch Mons fangen mit bestimmten Wesen. Je nachdem, was das für ein Wesen hat. Ja, theoretisch. Wenn du dann von deiner Shiny Claws zum Beispiel nochmal Dingens machen willst. Ich denke nicht, aber wir werden sehen. So, bevor wir gucken, was ihr bald habt, ich muss ganz genau auf Toilette. Luftweg, okay. Und ein Seidenschal, okay. Komm ich hier oben schon durch? Ja. Wieder eine Fake-Out mit dem mit der Wand. Ich sollte mir ein paar Schütze kaufen, glaube ich. Nicht hier die ganze Zeit. So wie jetzt hier um Eier. Noch ein Mon. So miese, okay. Waren alle ziemlich kacke. Aber ich habe ja auch ähnlich wie bei den anderen Dingern. Ich nehme nur den ersten statischen Encounter. Noch ein Blendbruder, okay. Okay. Du hast Brudersand drin oder hast du gerade drin? TM3, was? Warum hast du eine TM in der Hand? Was für eine war das? Aquavelle. Ha. Hätte ich das schon länger haben können. Na gut. Dann habe ich E-Surfer. In Machok. Blick. Generator ist ausgeschaltet. Yay! So, hier war leider früher ein Donnerstein. Warum leider? Weil er jetzt nicht mehr da sein wird. Es sei denn, der Randomizer möchte mich glücklich machen. Nö. Eine Qualotbeere bekomme ich stattdessen. Ich hab doch ganz bestimmt Fluchtseil. Ey, Rachi. Verdammt. Ich will mir noch schnell das Item da unten holen.
Orabel gibt's hier sogar. Noch eine Zauberasche. What? Dritte Zauberasche. Na, hier gab's auch Schwalbini. So. Archiatos. Open, ich hätte gerne nochmal 20 Superbälle. Ich hätte gerne nochmal 20 Supertränke. Und Schütze verkaufen sie hier nicht, dang it. Na gut. Lässt sich wohl nicht ändern. So, und du gibst mir jetzt Donnerblitz, ne? Nice. Freu nur noch Blitzer. Dann habe ich einen Blitzer mit Donnerblitz. So. Gab's noch irgendwas? Ich bin gerade am Überlegen. Theoretisch ja. Aber nichts, was ich jetzt unbedingt machen will. Könnte beim Meteorfell noch mal weiter hinten reingehen, aber bis auf Items ist da nichts. Ich kann über bei Metarost noch mal schauen, wegen dem Item, was Exo geholt hat. Aber ne. Wir gehen jetzt weiter. Und treffen hier gleich auf Troy, genau. Und einen Krümmlöffel kriegen wir auch. Hallo. Willkommen zurück. Danke, irgendwas verpasst? Nee, ich hab halt mir einen Donnerblitz geholt. Ansonsten bin ich jetzt gerade hier und treffe Troy. Na. Ah. Ich hab mir gedacht, der fliegt hier schon weg. Aber der läuft einfach weg, okay. Ah, noch mehr Zitrobeeren, okay. Dann muss ich... Ah ja, genau, ich habe noch eine Zauberasche gefunden. Hm. Meine dritte in diesem Playthrough. Naja. Warum nicht? Weil sie nicht so viel bringt. Panikon. Meine Info war hier, Route 118, oder? Nee, es war unten. Unten? Ja, beim Radweg. So, 123. Ach, hier dann surfen. So. Butter. Gut. Encounter time. Dunkelbrie. Yay. Noch ein Blendpuder. Das dritte Blendpuder. Genau, ein Blendpuder habe ich noch gefunden zusätzlich. Also das ist drei. Das dritte. Jesus, ja, ich habe jetzt drei Blendpuder. So, mein Konter ist... Ninjask. Okay. Nina Turmage cooler gefunden. Wobei, kann Nina Turm von Struggle getroffen werden? Nein, glaube ich. Gott, Double Team, warum? Auf der Route hier gibt es keine Pokémon. Der Bärenmeister-Route noch nicht. Da kommt man erst hin, wenn man vom Pyroberg oben kommt. Hm. Oh, ein Vulcano. Hey. Nice. Habe ich nicht Ninjas irgendwo benutzt, wo es ein ziemlich guter Carry war? Welches Projekt war das nochmal? Keine Ahnung, aber es ist halt ein ganz guter Typ. Gegen Kampfmon ist das Ding ziemlich stark. Ich meine, jetzt kann auch zum Beispiel noch ein Stab. Wobei damals war es noch physischer Spukball, das war cool.
Stimmt. Generell, physisch Special Split war halt, war für manche Pokémon schon vorteilhafter. Also für manche Pokémon vorteilhafter, für andere nachteilhafter. Ja. Das hätte ich aber auch haben dann, können. Das dann eigentlich für alle Typen, dass dann für alle Typen irgendwie physische und spezielle Attacken gab. Ich hätte noch einen Gas. Hat sich das eigentlich dann am Ende doch gelohnt für jedes Mon. Ich hätte noch einen Gaslot haben können, das hätte ich sehr gerne gehabt. Mhm. Sad. Ultraball nehme ich. Ich hätte gerne ein Team mit den Ultrabeasts. Da geht's wieder nach unten zurück. Da musst du nicht lang. Zum Eingang. Also. Ja. Okay. Aber ich kann einen Schutz wieder anschmeißen. Weil das Einzige, was jetzt hier noch ist, ein statischer Encounter. Ah, hier. Aber es ist wirklich einfach legit Voltoball. Also ja, bei mir hat sich der statische Encounter nicht geändert. Well. Ja. So, Route 119. Encounter Time! Und es ist ein Magmar. Oh, wie hatte ich denn. Wie hast du denn nochmal meinen Elektroball genannt in Kolosseum? Das war sogar ziemlich gut. Das also nicht der Name, aber das Elektroball war gut. Ich nenne ihn einfach Poloball. Ja, mit Reflektor-Lichtschild und sowas hast du ja drin gehabt. Lichtschild war das, ja. Und halt Spark, und es war halt so effektiv mein einziges Elektromon. Ja. Das war ja so das Traurige. Und ich vergiftest du mich mit dem ersten Smog, du blödes Vieh. Aber es war das Voltoball. Oh, hey, Shiny. Das ist natürlich auch so ein Problem bei Pokémon, wenn es so statisch ist, wenn es ein Shiny ist, dann fällt es halt leider unter die Shiny-Class. Was ein Problem ist. Deswegen muss ich auch bei Raikasa aufpassen. Meinst du, das jetzt ein Elektroball? Nee. Alles Voltoballs. Thunderstone. Kann ich mir kaufen. Ja, ich hätte ihn da schon gern gefunden, den Thunderstone. Tja. Also muss ich jetzt bis Seekras noch warten. Schaufler! Ich kann es mir früher kaufen. Aber mir bringt es halt nichts, weil ich keine Monster dafür habe. Ja. Magmar haben wir jetzt. Har. Hey, Thunderbolt! Hätte ich mir das ganze selber also was heißt sparen können. Das hat mir natürlich früh genug geholfen, aber. So, wie nennen wir denn ein männliches Magmar? Gute Frage, keine Ahnung. Nenne es Boris. Nenne es Karen. Okay. Dass die ganze Zeit rumflamen ist. Okay. So, und jetzt können wir hier rüber. Einzigen Counter, den ich nicht gemacht habe, war übrigens die Starkfamilie, ne? Da ich mir so, nee, fuck that shit. Kannst du jetzt machen? Na, wofür? Macho Bahn ist mir noch Wayne. Kompletismus. Natürlich. Hey, Iron. Ich sehe jetzt hier schon eine neue Route, nee, ne? Nee, erst wenn du oben rausgehst. Hi, Troy. Wir bleiben Troy. Ich glaube, den hat einfach jeder gemacht, der das Spiel gespielt hat auf Deutsch. Ne? So, erst oben beim hohen Gras ist dann neu, ne? Ja. Rechts geht auch noch in eine neue Route rein, aber das ist bis auf Items erstmal nichts, weil... Ja, kein Gras. Kann ich sagen, noch einen Schutz anschmeißen, I guess. Hey. Oh. Was war das für ein Ruf? Ich hab keine Ahnung, was du willst. Ich habe gerade einen Ruf gehört, aber ich weiß nicht mehr, was es für einer war. Ha, weiter, Frodo Bitch! Fertige Genauigkeit. Magma war es auf jeden Fall nicht. Fertige Genauigkeit ist nice to have. Sag ich mal.
Route 123, das ist nur eine Route, aber ich weiß nicht. Oh, also Supex. Das war's aber auch nicht. Hier ist kein unsparbares Item, Bro. Ey. Bad. Bad. Oh, ich kann eigentlich Tränke benutzen. Schon wieder Velsa. Velsa und Sumpex auf derselben Route. So, mal gucken, ob es wieder gegenteilige kommt. Natürlich. Also nicht ganz, aber schlimm genug. Gut, dass ich noch kein Unrecht bin. Und das da. Nice. Auch nicht der Ruf. Ich habe irgendwie im Kopf, dass irgendwas Legendaries sein könnte, der Ruf, den ich da eben gehört habe. Dann holst du hier. Ich weiß nicht, erstens mal nicht wo und zweitens habe ich hier schon einen Mon gefangen. Shiny. Ja, wenn du es mir glaubst. Ich meine, du darfst theoretisch Shiny fangen, wenn du es halt jetzt regel machst. Ja, Shiny, klar, aber Shiny finde ich ja nicht. Außerdem, wenn ich es dir erlaube, ich hätte dir schon einige deiner Regelungen unterbieten. So, von daher, seit wann ist das denn mit deinem Faktor? Immer. Natürlich. Chinchu. Oh, hey. Nice. So, der Typ selber will uns, aber ich glaube, die Dame geht uns bären, ne? Ich glaube ja, wenn du ja die richtigen Worte sagst. So, Team Aquawetterinstitut. Dann schauen wir doch mal. Berrymaster gibt nicht, glaube ich, was. Einer von beiden. Genau. Die Quadotberry. Oh, das heißt, ich kriege wirklich einfach von mir oder dann. Es sei denn, er hat das abgeändert. Was er sein wahrscheinlich kann. Wahrscheinlich kriegst du von mir, ja. Ja, kann sein, dass er es editiert hat. Das kann sein, ja. Wenn wir von oben kommen, also vom Pyroberg gemalt da oben an dem See angeln oder vielleicht auch ins Gras gehen. Oder ins Gras beißen. Ja, kannst du auch gerne tun. The fuck? Was habe ich dir getan? Ja, du hast vorgeschlagen. Wenn du das machen willst, dann nur zu. Verstehe schon, der Hass. Nicht aufhalten. Der Hass, ich verstehe. Das ist kein Hass. Man nennt es Gleichgültigkeit. Natürlich. Oh, Fake-Out. Ja, Fake-Out bei Letaki macht sich ja super. So, 119. Ich würde gerne Trainern aus dem Weg gehen. Die sind auch die meisten Items hier ziemlich schnullig, würde ich sagen. Ich bin links lang gegangen, da war ein Item und man kam den Trainern ganz gut da vorbei. Ich mach mal rechts, mal gucken, was passiert. Ja, das ist ein Duke. Oh, auch ein Zumpex. Mensch. Aber ein Duke, mein Freund. Ein Duke. Die Zumpex-Route. Ich meine schon die zweite Route, die ein Sumpex hat, bei mir. Ja, meins war auch das zweite Mal, wo es ein Sumpex so, gibt. Bei mir war es ein neuer Malbenfront hier halt. Wischiwaschi. Und hab ich? Nee, das hab ich nicht. Warum kann ich dich nicht in deiner anderen Form haben? Oh, wie dumm. Achso, das ist hier eine extra Form. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich wüsste nicht, wie sich jetzt die verwandeln sollen. In Battle, das ist ja nicht drin. Nee, im Battle nicht. Normalerweise halt durch seine Fähigkeit am Anfang des Kampfes, ja. Oh Mann, ey. Will ich einen Doppelkampf mit euch? I mean, why not, I guess. Eine Hyper-Portione. Ich hätte jetzt eine Dragonie haben können, das hätte ich auch cooler gefunden. Gut, der entwickelt sich halt auch erst sau spät. Ja, aber trotzdem besser als der Fisch. Ich will mir gar nicht die fucking Stats anschauen, Mann. Der quasi nur da. Jetzt hat er bei der Seite sich nur gedreht, statt zu laufen, ey. Ich will mir, ich will man hier auch erst fliegen bekommt, ey. Ja. Wenn man halt hier den Rivalen klatscht. Ich meine jetzt so progression-technisch. Naja,
Sobald du hier den Rivalen klatscht. Mhm. Oh nee, erst danach sogar von. Nee, der Steven gibt dir das. Steven Devin Scope, ja. Muss schon den Rivalen klatschen, der gibt dir das. Ja. Also kurz vor dem 6. Arena letztendlich. Ein Zink, oh, viel Geld, aber hier wird bei Singersoup echt nice mit den TMs und so kaufen. Mhm. Oh Gott, wenn sie wieder irgendwelche abgeänderten TMs sind, dann wird das Chaos auch bei Neumanns wieder groß. Wer kann was lernen? Mhm. Oh, Bären. Oh, fuck, wenn ich das Akrobatik-Bike hätte, warum hab ich mir das nicht geholt? Weil's lame ist. Ich find's cool. Ja, es ist auch cool, aber halt, Seilrad ist cooler. Ah, was war denn Schuss? Naja. Smiley darf mal wieder ran. Haha, bitch. Not today, it's the day. Wir sind Team Aqua. Seid ihr das? Ist ja aquatastisch, möchte ich sagen. Aber immerhin wissen wir, dass sie nutzlos sind, weil sie Aqua im Namen haben. Das stimmt. Kannst... Ah, da war noch ein Item, okay. Das sei nicht gefunden. Du kannst da links am Gras unten links vorbeigehen, kannst aufs Eirad steigen und den Berg hochklettern, dann kannst du die Trainer hier komplett auslassen. Denn da links, genau da an den Bäumen, kannst du hinten dran lang. Ja. Ganz viele Potions und so. Oh, ich hab nicht hingeguckt, ich hab gerade Megasauger gegen Zubat eingesetzt, war nicht so schlau. Findest du? Ein Konfu-Strahlmann. Danke, Elliot. Find's auch immer geil, wenn du dann irgendwo hochfahren willst und die rufen dich halt genau einen Schritt vorher an. Das ist mir in der. Ich hab die Höhle nachgeholt in Dingessens. Ja, das ist dir passiert. Granit, genau. Ja, da musst du halt über diese Löcher rüberfahren und alter Schwede. Ja, das ist so nervig. Ja. Absolut. Am besten mitten auf einem Loch. Mhm. Auf noch kann es ja nicht passieren, aber dennoch. Hm. Stimmt, man kann das Bett ja benutzen zur Heilung. Da war ja was. Ja. Und ein PC. Könnte für mich relevant werden. Kämpfe gegen die Frau. Die sind aber alle relativ niedrig vom Level her immerhin. Ja, aber wer weiß, was für ein Mann das wird. Ja, das stimmt. Bei mir zumindest. Also, die sind alle so Level 26, 27. Ey, es hat einfach jeder Aqua Run Fucky Burger 2. Es ist einfach ein Gesetz. Das verfolgt dich halt wirklich. Da fällt mir ein gutes Bild dazu ein. Geht momentan. Also, es gab's vorher schon, dass Enten und Gänse halt voll aggressiv sind und sowas. Gerade mit dem Untitled Goose Game, aber jetzt gibt auch wieder so ein Bild, wo einer irgendwie ganz rot angeschmiert ist. Keine Ahnung, ob's Blut ist oder sowas, keine Ahnung. Da steht dann halt nur so drüber: Peace was never an option. Ja. Meinen gefährlichen Enten. Ich sag's ja! Die haben das einfach alle nur! Die haben es wirklich alle. Damn, Bro. Team Aqua, das Ententeam, passt irgendwie. Mhm. Oh, Charge Beam ist ja mal gar nicht geil. So. Vorstand beginnt auf Level 28. Ja, die haben einfach exakt die gleichen Pokémon. The fuck? Hm. Die beiden sind Bulgon 2 und Beedrill. Ich bin sehr verwirrt. Vor allem, die hatten bei mir, glaube ich, andere. Die hatten ein... Der eine hatte Doppel-Fifian und der andere hatte einen Zubat. Also haben die einfach so die Monster so bekommen. Ach Gott, Recovery. Aber ich mach genug Schaden. Jetzt Beedrill ist das zweite dann, oder was? Ja. Das heißt, das dritte ist irgendwas anderes. Einfach scheinbar hardcoded. Ja, hardcoded und dann durch deinen Randomizer vielleicht nochmal gerandomized. Aber auf dasselbe Mon dann. Oh Mann! Lapp hat heute keinen Bock, ne? Der krittet alles weg. Wer? Lapp, mein Giflor. Achso. Hat gerade so
vielleicht ein Drittel oder sowas abgezogen gegen das Magnein. Das Magnein hat ein bisschen Schaden gemacht und klappt dann so, ja, ich mache einen Crit Megasauger und heim ihn wieder voll, danke. Vielen Dank, danke dir, ist mit Unsicherheit. Nimm dieses Pokémon. Ich erhalte Formeo. Möchtest du Formeo einen Spitznamen geben? Was ist mein Formeo? Ein Seedraking, hi. Das ist gar nicht so. Ist ja nicht so, als wäre es ein Dupe. Ach so, oh. Aber hey, ist entwickelt. I mean, I guess. Okay, Admins haben andere Pokémon. Na, immerhin. Wen nennen wir ein weibliches Seedraking? I guess wir machen Saphira für Aragorn, maybe. Oh Keiner. Gott. Ich mochte die Aragorn-Bücher. Ich kenne nur den ersten Film. Ja, der Film ist auch kacke. Sagst du? Ich meine, der war ja geil. Er war auch ganz okay, als man ihn gesehen hatte, bis man dann das Buch kannte, was halt einfach. Das ist wirklich einfach nur ein Formel, ey. Die haben halt in dem Film sehr viele Sachen verändert, die dann dazu geführt haben, dass die Serie nicht so fortsetzen konnten, wie sie hätte fortsetzen sollen, könnte, tun, tun. Weil eigentlich hätte Aragorn in dem Kampf eine schwere Verletzung davon tragen müssen. Die ihn dann im weiteren Verlauf nämlich ziemliche Probleme gemacht hat. Und der Grund war, warum er dann zu den Elfen gegangen ist. Und im Film hat er einfach diese Verletzung. Vergiss nicht die Warnung. Außerdem, ja, ich bin gerade am Überlegen, wie ich den am besten. Ich gehe einfach rein. Ja, stimmt, sie wollte ja auch Taurus und so haben. Den muss ich bedenken. Ist auch schon fertig. Ja. Das ging schnell bei dir. Aber zwischen die Monster Porygons. Aber ich habe schon eine Citrusberry bekommen, oder? Ja, Citrusberry gebe ich dann mal dir. Oh, was? Citrusberry ist hier nicht auf die prozentualen HP-Heilung, sondern nur 30. Egal, nehme ich das Essen. So, ich glaube, der Plan ist, Bulk Up into Sweep. Immer noch keine neue Route, ne? Nope. 119 bleibt 119. Oh, hier uns halt weg nach der Seite. Hier unterwegs hier. Ja, man konnte auch noch weiter runterschwimmen für noch mehr Items. Die Briefe, die mir alle um die Ohren geschmissen werden, ey. Ja. Irgendwie muss ja Bad Items geben. Ja. So. Aber ich glaube, das war das einzige unsichtbare Item hier, ne? Ja. Weiß es nicht. Nee, das ist noch ein anderes Item, zumindest. Nicht unsichtbar, aber es ist noch ein Item. Noch ein Lava-Keks, okay. Ja, mein Plan wird sein, halt Bulk-Up-Sweep, hoffentlich. So, ist hier ein unsichtbares Item? Ich weiß halt nicht, mit wem, was er startet. Entweder startet er wieder mit seinem Wingull, dann wäre halt Boom ganz gut. Wenn er mit was anderem startet, dann muss er halt einwechseln. Ich hoffe halt, dass irgendwas, was ich ganz gut klatschen kann. Leafstone, danke für die ganzen Steine. Nun, das ist ein Kampf, also kämpfen wir. Hä, was ist los mit dir? Sprich bitte ordentliche Sätze und versprech dich nicht die ganze Zeit doppelt. Pulle gemiert es. Ja, halt die Klappe. Okay, let's go. Pillepa mit Schutzschild, okay, das war schon mal das richtige Mon am Anfang. Pillepapap meinst du wohl eher? Okay, los geht's. Appalappa. So, ich habe auch was für Taurus. Nennt sich dicke Muskeln. Nassleaf. Ja, okay, das kann mir gar nichts. Gut, Bulk Up it is. Aber nur drei Monster. Naturkraft wird dann höchstens zu, ich glaube, Erdbeben und das ist mir auch ziemlich egal. Oder Sternschau sogar. Torment? Was macht das? Dass du nicht zweimal dieselbe Attacke ineinander einsetzen kannst. Okay, mal. Also doch kein Bulk-Up. Alles trifft deine effektiv, das ist echt blöd. Na gut. Ja. Oh, Kotzer. Hier ist was los. Natürlich der Turn 1 Sweep-Counter. Ja, ich hab einen Bulk-Up drin, das ist schon viel wert. Außerdem hat sie jetzt weniger Pokémon als vorher. Mal sehen, ob sie Taurus behalten hat. Sollte sie eigentlich, weil sie Starter ist. Camerupt, ja, danke für dieses Mon. Dein Ernie. Oh, natürlich. immer um die unpassende Scheiße. So. Lomble. Mach ich den Lomble? Ja, machen wir ruhig Curse. Ich hab Surfer.
ist ein guter Backsplite von Morabel. Oh nein, es hat ein Mogelhieb eingesetzt, als ich meinen Mund gewechselt habe. Lombre! Adicha! Werde ich nur tun. So, und jetzt kommt Tauros, oder nicht? So, Naturkraft, ja? Wird zu Sternschauer hier, ja. Schaufel! Oh, es ist schneller! Oh, mit Payback. Payback! Oh, ja, aber also nicht so. Ja, wenn ich jetzt treffe und dann der Crit und bin ich tot. Ja, aber er greift vor dir an, deswegen wird Payback nicht verdoppelt. Achso. Oh Gott! Aber wirklich? Oh Gott, 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 Gott. Hm. Sollte das Daryl, schnell erledigen irgendwie. Daryl! Daryl! Oh Gott, Daryl! Bring ihn ab! Der war schon ein bisschen greedy gerade. Ja. Ey, Form 2 halten. Ey, siehst du? Easy. Ich hab doch gesagt, sweep. Mhm. Hey, fliegen. Nichts im Team, was das, glaube ich, nutzen kann. Weiß Gott. Kann Mosquito fliegen? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Er flattert einfach mit seinen Armen und kann deswegen fliegen, weil er so muskulär ist. Der hat ja Flügel. Er benutzt einfach seine Arme, weil er das kann. Vielleicht benutzt auch beides. Ja. Pumpen Iron, Pumpen Iron. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Aber bei mir kann es keiner lernen. Bei mir auch nicht. Ich finde so schön, der Englisch mehr so not able und der Deutsche mehr so also, nein! Ja. Ja, mit der Hatred. Das sind Bären, sind mir egal, sind mir die Kämpfe nicht wert. So, Arena. Ne, erstmal müssen wir Troy und dann die Arena. Ja. Oh, das heißt, ich kriege einen Kecleon, yay! Das heißt, wenn er Legendäre nicht geändert hat, würde ich einen Rayquaza kriegen. Ja, dann möchte ich auf jeden Fall diesen gewissen Code da haben. Kerl. So. Hm? Dieser Kerl, habe ich gesagt. Warum? Will ich einfach Golbat mitnehmen dann? Werden Mon das wahrscheinlich fliegen können. Maybe. Und das ist ein gutes Mon. Voll mit 4 Plus, Alter. Richtig Minus. Meine anderen Optionen sind Tauboga und Dodri. Ja, ein Dodri oder nicht? Ich glaube, da ist Golbat schon. Ja, entweder Expert oder Dodri. Eduo Foda, vielen Dank für den Follow. Und willkommen im Stream. Ich hoffe, du hattest einen angenehmen Tag. Ich weiß halt nur nicht, was Golbat so Gutes kann. Stauner. Super Schlag. Okay, genau, 35. Ja, auf jeden Fall. Ne, wahrscheinlich Flügelschlag. Ja, Flügelschlag kann ich nur. Ah. Ich meine, defensiv ist halt auch ganz gut. Ist halt Gen 3 X-Bart Moveset, ist auch nicht so krass. Was ist denn mit diesen scheiß Lauchstangen? Magma trägt auch eine Lauchstange. Aber Saphira trägt ein Zauberwasser, das ist ja ziemlich passend. Apropos, ja klar, weil es von mir ist. Stimmt. Der Gruppe. Ah, you're Brazilian. Alright. No problem. Ah, that's fine. You don't speak English or German. Ah, that's sorry. What? That's a little bad. We can talk English, but Brazilian or Spanish is not, or Portuguese is not really what we can do. I'm sorry. The only thing I can offer in regards to Brazilian is like being racist stereotypes with a broken accent, but I don't think that's the thing you want to hear. Ach stimmt, die verkaufen ja nur den Scheiß. Oh. Was, jetzt wirst du in der brasilianischen Community berühmt? Ja. Hab ich irgendeine gute TM, die ein Expert lernen könnte? Ich glaube wahrscheinlich Stahlflügel. Gut gegen Fing-Pokémon. Ah, schauen wir erstmal, was die anderen Monster, die wir jetzt bekommen, sind ja 2. Ah, genau, und den Shop gehen wir nochmal. Ja, ich würde sagen, Ultrabälle. Wenn es sie hier gibt. Ja. Nice. Gib mich 20. Gib mich 30. Und Superschütze gibt's auch. Gib mir mal ein paar. Davon habe ich noch genug. Ich kann wieder ein bisschen was verscheuern hier.
Stimmt, ich habe auch noch ein paar Sachen zum Verscheuern. Ein Iron, ein Zink. Echt Zauberasche verscheuern? Ja, für 100. Ja. Die Wegensteine kann ich verscheuern. Die Perle kann weg. Das Gelbstück kann weg. Das Nugget kann weg. Und da hört es dann auch schon auf. Okay. Es ist gelb. Ja. Dann gab es hier nicht einen mit Kraft des Erhol, oder ist er später? Ja. Ah, Edu Foda. Ah, he also followed me. Thanks for the follow. I said, he can't speak, Brazilian. Brazil. Maybe Brazil. He's between us, but on accident, because he was searching for Pokemon content. And he went to both our streams without knowing the other one. That would be funny. If it's like this, tell us. Would be funny. Oh, but anyway, we can look at the stats, you know? So, like, yeah, he has good defense, good attack, good special defense. Nice. Spark, acrobatics, crunch, and exosuit. That's a moveset, my dude. Hm. Psybeam. Double team, fury cutter, screed slash. That's not such a great moveset. No defense whatsoever. It's so sad. Hustle, trades accuracy for power. Yeah, well. Look at those Apple stats, my G! Oh man, why couldn't I get the transform form? God damn it, if it is an encounter on a route, I would catch it. God dang! Well then. God damn it. Ich sehe TM10 hier. Wo? Kraftreserve, bei der alten Frau. Auch wenn du dreimal richtig rätst, oder was? Ja. Oh Gott. Ich hab nur zweimal richtig, deswegen dachte ich, okay, ist whatever. Rechts, links. Ah, also zweimal rechts, links. Ich hatte zweimal rechts gesagt, da war es richtig. Ah, okay, ja. Es ist nicht random. Nee. Ich sag ja rechts, links. Wow. So. Ich hab nicht aufgepasst, welche Route das ist, aber ich krieg hier einen Mink. Ich guck nach. Wenn ich es fange, versteht sich, bekomme ich ein Minky. Route 120. Route. Wie geht's denn nach der 119? Ja. So, TM10, bist du wieder was Neues? Nope, Hidden Power. Well then. Ach klar, hier ist noch ein Kacke. Oh, Munterkeit, well. Dann eben nicht. Get fucked. Okay, mein Konter ist. Stachelspore. Oder Schlecker. Okay, das ist ein Dupe. Ja. Hopsy Gang. That's not a Dupe. It's Low a low tattoo. Ist okay. Wasserpflanze. Ja. Hey, Pflanzenmons! Ja. Hast du eh beides nicht so wirklich. Ja. Ey. Wir haben den Wutfussel gefangen. Ey. Hab ich schon als Namen gegeben. Nee, oder? Oder halt Wulfussel? Ich weiß nicht. Ah, du no. Gefangen. Kannst du irgendwas mit brüllen? Wir haben ziemlich viele Mons, die wir beide haben. Ja, das stimmt. Obwohl du ja extra neue Mons hast. Das stimmt, aber ich werde halt gebullshittet. Wie üblich, oh Mann, so. Okay, Pudox. Hi, Troy. So. Smiley, geh mal nach vorne. Ich hab das eigentlich gehört. Shiny darf ich nicht fangen. Well, ich kann ja noch ein zweites fangen. Well. Was ist bei mir? Ein Fusselblitz. Richtig Slowdown. Oh, das ist normal Farben. Okay, ich darf's fangen. Ein Thunderbolt sollte das auf jeden Fall überstehen.
Presseblitz hat mich gerade mit Ruckzuckhieb angegriffen. Oh klar, doof. Oh fuck. Entschuldigung. Stimmt, ich muss dann schauen, ob mein statischer Encounter in Dingens dann anders ist. In Baumhausen. Weil da dürft ihr ja eh nochmal ein neues fangen, weil da haben wir ja noch gar nichts. Das fliegt. Okay, oder setzt Brille ein, was? Das in Baumhausen, das fliegt, das lässt sich nicht fangen. Also. Ja, es ist okay, ob du besiegst, fängst oder nicht. Nee, ich meine nur, das steht immer noch hier. What? Oh, das ist nicht so, wie es sein sollte. Kannst du es nochmal machen? Nee. Nein, oh. Das blockiert nach dem Weg, weil es mich weggebrüllt hat. Oh, das ist interessant. Das ist voll ungünstig. Nee, ich kann hier oben dran vorbeigehen, aber das ist trotzdem merkwürdig. Ah, okay. So, mal sehen, ob das auch ein Fritzelblitz wird. Ansonsten ist das nämlich stattdessen mein statischer Encounter, weil Brüllerklaus. Das ist ein Zickzacks, ja. Ich darf einen Zickzacks fangen. Oh, warte, hier ist eine Höhle. Stimmt, hier ist Solarstrahl. Nee, Sunny Day, nevermind. Nee, Sunny Dark, ja. Well. Fast Solarstrahl. Was? Fast Solarstrahl. Naja, ist hilfreich für Solarstrahl. Ja. Oh, warte, das ist eine Cave. Moment, das ist ja ein neues Gebiet. Gibt's hier Pokémon, ist ja die Frage. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Soll ich notfalls mein Ding ins Fangen heilen? Ein weibliches Zickzack, so nenne ich dich denn jetzt so. Beinklette. Nenn dich Fussel. Oh. Ain't that cute. Hm. Ein Rauchball. Ja. Ich hab mir vielleicht so ein Gefühl. Stimmt, wo gab's eigentlich die nächstbeste Angel? Oh, Punch, okay. Ist eine gute Frage, keine Ahnung. Ja, dann probier mal angeln, I guess. Ich hab das Gefühl, gibt's keinen Counter. Wird bei dir auch immer nach 5 auf, oder? Ne, es waren jetzt ein paar mehr. Nope. Kein Counter. Wer sind? Oh, ups. Oh. Swolord. Und in der Stadt. Ups. Immer dieser Farbstich, ey. So. Ah, jetzt wieder hübscher. So. Ciao, Kekjorn. Aua. What? Oh Gott. Das sieht nicht ganz richtig aus. Bei dir war hier aber auch kein Gras diesmal, ne? Nee. Im Ort. Nee. Dann ist das eigentlich der einzige Ort, wo du keinen Pokémon fangen konntest. Oh Gott. Wow. Ich hab keine Ahnung, wie hier was oh Gott. Willst du vielleicht warten, bis ich da bin? Ach, Ivo, easy. Wenn du einen Vergleich hast, na gut. Oh, das ist ein Hakenkreuz. Es sieht halt schon sehr nach Hakenkreuz aus, was du da gerade hast. Ein bisschen, ja. So. Hi, Flugarena. Ich komm durch! Was kann Altaria alles? Feuerodem? Es kann Drachentanz, das kann ich dir sagen. Ja, yeah, es kann Drachentanz, Feuerodem, Erdbeben. Mhm. Und noch irgendwas. Ich glaube ja was. Könnte sein. Würde Sinn ergeben. Ja. Wie
besiege ich das denn? Wahrscheinlich sollte ich mir Eisstrahl holen und mit Lamus töten. Oh! Oh, stimmt, ich habe keine Spitzstift, da war was. Das war von einem Magnetilo mit Shockwave. Oh, wow. Ja. Na gut, dass sich das Turtonator anscheinend nicht angegriffen hat. Nee, ich habe ja Wingard besiegt, deswegen. Ah, okay. Crunch. Ja, Biss wird da mal ersetzt. Nice. Okay, ist geflowt. Nice. Goddamn, Bro. Das war fast mein Mon. Ich vergaß. Oh, gab es nicht ein Item, was irgendwie Spätzle von Offensivweste müsste es sein, ne? Ja. Ja, dein Spätzle von 50%, wenn du nur Angriffsmove hast. Wenn ich nur Angriffsmoves habe. Also du kannst dann nur noch Angriffsmoves benutzen. Achso, also nicht du kannst Burger. Auch, du kannst auch andere Moves haben, aber du kannst da Burger. Oh, guck mal! Ist gefixt! Hey. Ah, schade. Das war doch so lustig. Ich so. Mein steht mal wieder in der Heimatstraße und kriegt nichts hin. Ah, Moment. Ja klar, ich muss gegen ihn kämpfen. Komm ich nicht dann vorbei. Jetzt ergibt das Sinn. Jo. Genau. Oh. Hey, Tukanon. So ein hässliches Mann. Ich finde es gar nicht mal so hässlich. Sieht halt aus wie ein. Ja, wie halt so ein Vieh aussieht. Ja. Ich finde es halt schon ziemlich hässlich. Und ich bin ja nicht alleine, das weiß ich. Ja. Oh, das ist jetzt schon Wiebke? What? Okay, well. Ja, hier gibt es nicht so viele Trainer. Ich habe auch zwei Stück geskippt, von daher. Ja. Gut, die Strat ist wieder versuchen zu sweepen. Gehst direkt rein. Ja, ich bin voll. Halt ein paar AP fehlen, aber das ist halt whatever. Okay. I am the Noah. Shit, Noah! Ich hab 6. Oh, hey, Pichu. Ich meine, ich hab Leech Life, wenn ich einmal schneller bin und damit treffe, macht das gut Schaden. Struggle. Okay, ich kann mich bulken. Ja, ich kann mich bulken. What? Bei mir wird es eine Weile dauern, weil ich werde mich vor Wiebke noch ein bisschen, Vier... Was? Was ist mit dir los? Was? Die hat gerade ihren Panzer eher runtergezogen, um Tropius einzusetzen. Na, ja, warum nicht? So, ich habe übrigens 6 Bullcups drin, also... Wird lustig. Ich glaube, das wird ein ziemlich cleaner Sweep. Hm. Warte, Level 3. Ja, stimmt, bei mir gehen ja auch die Level einfach höher, warum auch immer. Warum nicht, sage ich dir gerne, weil das voll kacke ist. Hypno, oh, das wäre jetzt ein Problem, aber. Oh, ist schneller. Taucht jetzt mein Lied? Nee. Ha! Weißt du, der eine hat Panzer, Eron, Tropius und der andere so. Wablu, wablu, wablu. Er mag's halt flauschig. Du ein Hate. Geht ja nicht, aber das ist schon irgendwie merkwürdig. Marowak, du warst... Was war das da los, Marowak nochmal? Es war Feuer, glaube ich. Feuergeist. Feuergeist. Hm? Oh, das ist sehr problematisch mit dem Moveset. Ja. Ja gut, Leech Life ist vierfach resistet, also Ice Punch. Ist nicht nur einfach resistet. Das war auf plus 6, Jesus. Oh Gott. Ich habe aber Verteidigung plus 6, von daher ist das durchaus okay, glaube ich mal. Ja. Daryl, komm durch! Yes! Kann sein, dass ich dann notfalls wechseln muss. Ich meine, eine Feuerattacke wäre ziemlich kacke gewesen, es war eigentlich schon risky gerade, aber ich believe in Daryl. Ja, aber auch nur, wenn es so speziell gewesen wäre. Ja, stimmt. Pff. Ja, okay. Hi. Ja, wieder mit Struggle. Well. Auto Confusion. Oh! Der Luck. Der Luck. Der Luck Boy.
Der Luckboy luckt. Wow. Diese Monster sind ja höchst gefährlich hier. Sind wir wieder bei dem Ding? Ach stimmt, klar, es ist zum Teil Fee dabei, aber... Ja. Ich vergesse das jedes Mal. Und was ist das letzte? Ja, das ist irgendwie schon passend. Kecleon. Kecleon darf sogar einmal angreifen. Was benutzt du? Wow. Benutzt ja alles so stark! Okay, Marowake nicht, aber wow, warum ist das so dumm? Ich habe also echt die Sorge, dass es am Randomizer liegt. Ey, es ist so inconsistent. Kann nicht sein, dass er einfach, dass hier alles unfertig ist, weil wir in Kecleons mit Moves jetzt. Von daher. Egal, Chuck ist whipped. Noch ein Doppelkampf. I guess. Ey, ich bin offiziell jetzt mal weiter als Masel. Jo. Nice. Finde ich gut. Und Level Cap von 40. Oh! 40? Sind nicht höher? 42 oder 42, irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal ein paar Level. Ja. So, Schwalboss und Dodu. Wir kommen einfach mit dem Doppelsurfer! Boom! Das ist schon nett. Mit dem doppelten Surfer hier. Zack, beide auf 32, sehr schön. Tatu. Und Pilippa. Ich wechsle jetzt mal ein paar Pokémon aus für die Abwechslung. Pilippa ist tatsächlich nicht mal ganz so geil. Machen wir Konfusion und Überwille, I guess. Okay. Ah, Pelipas. Superschall ging daneben. Na, ist doch nice. Yes. Ah, du bist verwirrt. Legt sich selber, stirbt durch Ackerwelle. Flügelschlag macht mir nichts. Auch du machst einen Crit auf Pilippa und damit ist das auch dead. Sehr schön. Wait, what? Entropius. Ich dachte, entwickelt sich auf 33. Wer? Der Dürgen. Keine Ahnung. Lass kurz nachschauen. Kann ich jetzt gerade nicht sagen. Nein, ich kann gerade nicht nachschauen. Ich bin okay. Gerade am Kämpfen. Achso. Du bist vor mir. Du kannst nachschauen. Ja, aber dann lag das ihn. Okay. Erstmal kriegen wir Hashtag freundliches Pokémon für Christen Minecraft-Server. Hello, Beauty. Okay. Dann schauen wir mal kurz. Oh, wie hieß du nochmal? Young Mo. Ja, jetzt hallo Wiebke, tschüss Wiebke. Ah, ich weiß noch, was ich machen kann. Stimmt, das wollte ich machen. Moment. Erstmal Young Mo. Mo, kannst du gucken. Zur Not. Ja, bin dabei. 35 und 45 war es, okay. Ich weiß noch, was ich machen will. Ganz vergessen. Habt ihr jetzt eigentlich irgendwas dabei, was fliegen kann? Nee, ne? Oh. Das ist doof. Den kann man erst nach dem Gym einsetzen, ne? Ja. Was Sinn ergibt bei der Flugarena. Ist halt jetzt die Frage, was ich mache. Ich hab Blizzard, I guess. Uff. Wäre halt eine Überlegung, ne? Würde ich auch dir empfehlen, das danach zu machen, was ich jetzt tue. Denn? Zu einer gewissen Stadt hinfliegen, um sich eine gewisse Gem zu holen. Zu einer gewissen Stadt, für eine gewisse Gem? Nach Norman kann man das machen. Und wir können uns noch was Zweites genau. Holen. Faust. Sag mir nicht, Faust O'Hafen.
kann man sich Matschbombe holen. Was ich jetzt gar nicht so schlecht finde. Ja, stimmt. Auch nicht hier. Das wäre für Nidoking gar nicht mal so verkehrt, würde ich mal sagen. Yep. So. Es gibt zwei Monster, die mir ein ziemliches Problem bereiten. Tropius und Altaria. Gut. Hab's. Nice. So, und jetzt noch Graf für Port City. Da können wir uns auch was holen. Ich bin gerade am überlegen, ob ich zurückgehe und mir Eisstrahl hole. Mach. Ich habe auch die ganze Zeit hinterhergegangen, hat mich auch nicht umgebracht. Wäre halt einfach die sicherste Variante. Moment, wo ist der Club? Ah, hier ist der Club. Ja. Oh, warte, doch. Kriegt man hier doch nicht was? Oh. Ah, wir machen's. Wir probieren's. Damn, Bro. Ah, wir haben potenziell eigentlich mal der erste Reset für Marcel. Endlich! Oh. Ich hoffe mal nicht, aber es könnte schon sein. Aber wäre doch geil. Nein, wär's nicht. Ach so, ja, das ist natürlich doof. Ich könnte richtig schon hier hinfliegen jetzt, weil ich ja schon mal hingelatscht bin. Aber das machen wir natürlich nicht. Arados bringt mir in dem Fall jetzt auch nicht wirklich was. Okay, probieren wir es einfach. Viel Erfolg. Elektroball wird erstmal Swablu kaputt machen, dann wird wahrscheinlich Tropius kommen. Gegen Tropius müssen wir dann Vulcania einwechseln. Vulcania. Wie war nochmal Psychoaufdrache? Neutral, ne? Neutral. Okay. Dann wird wahrscheinlich Pelipper kommen. Gegen Pelipper kann ich eigentlich egal einwechseln. Panzer Aeron ist dann wieder die Frage. Der hat 5 Monster, ey. Du wirst schon durchkommen. Ja, hoffentlich. Bubble überlebt schon mal einen Funkensprung, das ist schon mal nicht ganz so geil. Gut, aber Sayoras macht nicht viel, auch wenn es Crit war. Oh, und sie verbraucht Hypertränke dadurch. Dann ist das vielleicht doch sehr gut. Pass auf, dass sie eventuell potenziell nur eins für jedes Pokémon benutzt. Also könnte auch einer Tage dann immer noch über Dingens haben. Ja. Aber es ist schon mal einer weg, das ist schon mal ganz gut. Aber ich hab gerade Start gedrückt, willst du mich verheimern? So. Oh, Kidane, Bro. Der Tank halt auch hier ein. What? Okay. Viel Erfolg. Auch du. Auch du, bitte. Bitte helf mir. Da kommt der Drachentanz. Ja, ja. Monmet oder Bibis wäre nicht schlecht. Ja, aber Lamus hat ja auch so gute Verteidigung. Ja. Nochmal Aeroas. Ja, zieht nicht mal wirklich viel ab. Man kann hier gleich den ganzen Tränen aus dem Weg gehen, kann das sein? Oh, praktisch. Da kommt das Erdbeben. Blizzard geht nochmal daneben. Da kommt noch ein Drachentanz. Jetzt wird's kritisch. Mhm. Blizzard trifft. Und das wird's gewesen sein. Hier war effektiv von Ulamos, das wird's auf jeden Fall gewesen sein. Siehst du, sag ich doch. Ja, so. Bis halt nicht ich. Wenn du getwittert, wäre ich gestorben. Ja, bist aber halt nicht wie ich. Ist nicht so, dass du mit sowas wie Takedown viermal verfehlst. So. Jetzt kommt Altaria. Mach ich gegen Altaria erstmal was anderes? Oder kann doch gerade Altaria. Tropius. Ich meinte Tropius. Kein Feuermond oder was? Ja doch, Vulcania, aber das kriegt halt neutralen Schaden gegen Pflanzen. Achso. Und ich habe nur Glut.
120 ist das alles. Ah, wir kommen bald zu 21. Okay. Okay, das war ziemlich viel Damage. Sie ruft Tropius zurück und schickt Pelipper rein. Das ist tatsächlich ziemlich schlecht. Mhm. Weil ich kann jetzt Vulcan ja nicht mehr so einfach einwechseln, weil Tropius auch schneller ist. Wir schicken Aquana rein. Genau, die Aquaknarre ist mir vollkommen egal. Und machen erstmal einfach Biss. Superschall, okay. So, jetzt wird wahrscheinlich ein Flügelschlag kommen. In der Runde wechseln wir zu Elektroball. Nee, er macht sogar Schutzschild, okay. Sehr gut. Nochmal Schutzschild, das ist in Ordnung. Stimmt, ich wollte Dinges ins Ball bringen. Na gut, dann mache ich. Ich mache einfach mal Thief, mal gucken, was passiert. Okay, Sprung. Die hat halt ein echt gut balanciertes Team an sich. Also Pflanze, Wasser, Drache. Ja. Schon ziemlich böse. So, jetzt kommt Panzeron kommt erstmal. Oh! Okay, Dingesens. Moment, Ayoras wurde durch Akrobatics ersetzt. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Ah ne, warte, das wird doch doppelt so stark, wenn ich kein Item trage, ne? Mhm. Ja, das Problem ist halt, können diese Mons normalerweise Akrobatik lernen? Sandwirbel, mein Funkensprung geht daneben, goddammit. Ich muss wieder nachschauen. Ich mach den Stahlflügel. Der Tarking wird das garantiert nicht lernen können. Okay, der Stahlflügel macht gar nichts. Ach, ich treffe nicht mit dem Funkensprung, come on! Das war ein Sandwirbel. Ich hab nur Eros. Nope. Okay. So, jetzt kommt halt aber Tropius wieder. Dabu, Koko. Die kommen da schneller. Und Tropius hat noch ganz schön viel HP. Oh, Tapu Koko kann sogar fliegen lernen. Also wahrscheinlich nicht hier, Klapp aber... ein. Weil es dafür ein Solarstrahl geht, habe ich eine Runde für... Akrobatik kann er lernen. Nice. Kann das Ding. Stachelschwoche bitte. Geht natürlich daneben. Nice. Der mit Sonntag ist in Ordnung. Das könnte mir nämlich sogar helfen. So, da kommt die Stachelschwoche. Gut. Paralysiert, danke. So. Erstmal zur Schneider. Sieht man auch nicht so oft, dass Wiebkes Tropius das schlimmste Mon für einen ist. Ich glaube, das habe ich mal in einem Projekt gesehen. Dass jemand mehr Probleme mit Tropius hat als im Rest. Ja, das ist in Ordnung. Das waren wie viel? 31, das heißt, da überlebe ich auch einen Crit. Oh, ist doch kein Quatscher, sondern ein Kämpfer. Whoops. Na gut. Jetzt muss ich nochmal wechseln. Erstmal auf Exorion. Oh, viel Spaß mit 110 Akrobatics. Rebombi. Paraflinch Threads. So, er absorbiert Sonnenlicht. Jetzt wechseln wir auf Smiley. Fangen den Solarstrahl ab. Oh, er ist paralysiert, sehr gut. Ich muss ihn also nicht mal abfangen. Finster Faust. Wie viel macht das? Nichts. Sehr schön. Physisch. Hyperbeam. Ja. The fuck, warum hast du Hyperbeam? Schon klar, Kumpel. Aber so schneller. Synthese. Hör auf mit der Synthese, Mann. Oh, mich reicht das, sollte aber. Danke. Hier ist ein Crit. Paralysiert.
Ich würde ja am liebsten einfach Lamus einwechseln und Blizzard nochmal drücken, aber es ist halt so gefährlich. Rassiblatt könnte durchaus schon reichen. Er hat kein Rassiblatt. Oh. Er hat Sonntag, Solarstrahl, Aeora, Ast und Synthese. Ja, okay, Solarstrahl auf. Ja, aber er muss halt eine Runde aufladen und er ist paralysiert. So. Das heißt, wenn ich es halt schaffe, das Lamus in der Runde einzuwechseln, wo er Synthese einsetzt, habe ich halt sozusagen eine freie Runde. Theoretisch. Aber das muss ich halt erstmal so treffen. Ja. Jetzt nicht so das größte Garant. Und jetzt hat er Sonntag eingesetzt, also jetzt kann ich das vergessen. Und das Vieh hat auch noch Chlorophyll. Ja, es ist dann schneller. Ja. Das heißt, es wird dann immer noch trotz Paralyse schneller sein als mein Lamus. So, let's go. So, neue Route. Hier ist es paralysiert. Langsamer als mein Exorion. I'm sorry. Paralysiert. Lyron und Beedrill. Da kommt der zweite Hypertrank. Sonnenlicht lässt nach, okay. Oh, Hitmonchan, okay. Ich hab eure Buttons. Paralysiert. Oh, perfekt. Oh, richtig guter Switch. Danke, du Bitch. Da kommt wieder der Sonntag. Oh, Vacuum Wave. Das erste Mal, dass ich im Spiel sehe. Oh, gut, danke. Der crit wieder mal. Never punished. Es wäre halt eine Roll gewesen. Aber es hätte mich nicht mit dem Solarstrahl gekillt. Die Frage wäre halt nur gewesen, ob dann noch ein Hypertrank gekommen wäre. Das wäre schlecht gewesen. Ja. Oder was ein Synthese eingesetzt hätte. Solarstrahl Crit. Oder geparaflincht wäre, das wäre auch eine Möglichkeit. Oder Crit. Ja. Aber die Lektion des Lebens ist einfach wieder mal never punish. Okay. 44. Ich muss gar nicht mehr vorspringen, weil ich ja sowieso vor dir bin, von daher. Ja. Gott ruft mich an. Wer? Gott? Gott. Gott ruft dich an. Ja. So. Ich hab noch hier erstmal die Matschbombe. So, Encounter Time. Well. Na gut. Ein Mirapla. Eine Pflanze? Jetzt kommen die ganze Zeit Pflanzenmods. Kann die Puderattacken? Wenn sie nicht schon verlernt hat. Stimmt. Das ist das Problem mit solchen Monster auf höherem Level. Kannst du mit Herzschuppe wieder erlernen? Ja, wenn man sie hat. Ja. Die ich nicht habe. Ich habe keine Herzschuppen. Ah, gleich als bei. Das hat die Monster. Am meisten hast du halt nicht den lustigen Farmspot. Das ist eigentlich interessant. Ich hab beim Randomizer eingestellt, dass ich in Häusern rennen kann. Aber hier auf den Baumhäusern kannst du trotzdem nicht rennen. Ich kann's innerhalb der Baumhäuser. Ja, innerhalb der Baumhäuser, ja, aber draußen auf den Brücken nicht. Die Event wegen der Animation. Ja.
Das war mein Auge. Das hat gerade ziemlich wehgetan. Hm. Aber nicht so schön. Ich habe irgendwas reinbekommen, aber ich glaube, es ist jetzt raus. Ich glaube, das ist jetzt raus. Dann ist ja gut. Ich glaube, nehmen wir das Münzamulett. So, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde. Halbe Stunde haben wir noch. Hm, dann ist 10. Ah, und dann machst du Schluss. Ja, kann man Schluss machen, haben wir gut was geschafft. Und dann mach ich mir das Essen. Mach einfach Schluss mit mir. Ja. Das ist unglaublich. Wunderst dich noch. Unten bist du schon. Hm? Da unten bist du schon. Yes. Aber ich sprühe jetzt nicht mehr vor, von daher. Sludge Bomb. Yes. Gimme that Gift Step. Jetzt habe ich auch theoretisch noch einen speziellen Sweeper. Mit Celeste. Mhm. Was sind jetzt überhaupt eigentlich deine Stats, die du entwickelt bist? Jetzt hier doch mal. Flashfire, das ist okay. Also Spezialangriff ist okay, Speed ist gut. Aber ja. Passt schon. Pardon? Hm? Ich sagte Pardon. Wegen dem Huster. Ja, ich glaube, Stärke steckst du nicht ein. Von den Tag hin. Oh, es hat sogar eingesteckt. Damn, Bro. Ich bin ja schockiert. Das spurt davor, ich glaub's nicht. Unverschämtheit. Ja, ich will ein bisschen aufholen wieder. Naja. Weil ich zwischendurch auch wieder zurückrennen muss zum Heilen. Keine Tränke? Doch, schon, aber. Ausreck. Ich habe welche gekauft, ich weiß aber. Nach zwei Trainern. Irgendwie lame. So. Immer diese Leute, die horden. Ja, das ist echt schlimm. So, Dürren kann ich jetzt entwickeln. Nice. Oh, und fast 5000 Geld. Das nimmt doch die Firma sehr gerne an. Oh Gott, sie hat zwei verschiedene große Augen. Jesus. Ja, was? Zeige ich dir gleich. Der PC vor mir steht. Hat gerade sehr abgefuckte Augen. Mhm. So. Hoppa, wow. Jürgen entwickelt sich. Ey. So, jetzt müsste ich ja wieder Entwicklung Himmelhieb kriegen. Ich glaube, das war gerade der Ruf von Ulum Kokom Pokémon. Es hat Himmelhieb nicht gelernt. What? Ich hab keinen Kampfstep. Ja, und jetzt hier. Ja, Brick Break gab's ja immer noch erst später in Serasweep oder so. Weiß ich nicht, kann sein. Goddammit, ich wünsche, ich hätte Herzschuppen, ey. Doppelscanner. Hm? Der Doppelscanner von dem Zubiris. Achso. Goddammit, du Ranzbacke, wieso? Da, übrigens hier, siehst du, zwei verschiedene große Augen. Warte. Achso, ja. Das eine ist halt ein bisschen durch die Haare verdeckt. Nein, die Haare kommen nicht mal ran. Das eine ist einfach kleiner. Das kleinere ist auf der glatzen Seite. Kleinere Auge ist auf der glatzen Seite. Ist auch ein Glatze. Nein, das ist ziemlich das Gegenteil. So, Safari-Zone-Encounter, let's go. Und dann noch Büroberg-Encounter. Encounter. Und dann noch unten drunter die Route. Ja.
Die ich aber nicht komplett abklappern werde, weil wozu? Reicht ja, wenn du das Ding holst. Hm. Eventuell später beim Training abklappern. Die Trainer für Romance halt immer nur Struggle haben, ey. Gerade Bird. Auch wieder Struggle, ist das so dumm, ey. Oh, so geiles Sounddesign von Stahlflügel. Gut, da war Jaun jetzt furchtbar unnütze, aber na gut. Eigentlich alles an. Ja. Manche Leute werden sich auch eventuell wundern, warum ich für Spark statt für Thunderbolt gegangen bin, weil physischer Angriff ist dezent besser. Deswegen. Halt bei späteren Leveln sollte das ja noch stärker skalieren quasi. 85, 66. 19 mehr. Abyss-Zahn. Oh, hi Metang. Hätte ich auch gern gefangen, soll es nicht? Ja. Ach ja, stimmt, wir können das erst machen mit dem Pokeblock-Case. Stimmt. Well, Safari-Zone ist dann wahrscheinlich. Na, du musst ja in Segasurp City erstmal tun. Um in die Safari-Zone zu kommen? Ja, weil du dir diesen Riegelbox holen musst. Oh, die brauchen wir dafür. Ja, die braucht man dafür. Oh. Interessant, wusste ich noch nicht. Na gut. See Viper! Hey, ich habe 3 Geweiher, weil ich bin voll der gute Trainer. Noch eine Wundersaat, okay. Immer so condescending, muss ich jetzt mal voll tellen, jo. Ja. Viermal Anglizismen. Out, hey. Ich hätte meinen meinen Seemon entwickeln können. Du kannst du nicht entwickeln, falls das erste stirbt. Ja, danke für den Crit, du Bitch. Ja. Hat das schon Schwebe? Ja, das hatte schon Schwebe. Vergiftet mich instant. Du Penner. Besser als wenn es Explosion eingesetzt hätte. Ja, jetzt hat es Finale eingesetzt, aber mein Lamus konnte es abstecken. Ja, aber ich meine wegen deinem Vulkanien. Oh, Steinhagel. Also ist noch nicht das geile Steinhagel oder was? Verlernen einfach Glut. Oh, hat nicht gereicht, okay. Du bist der ekelhaft. Sandwirbel und Doppelteam. Oh, ich hätte auf Morabe gehen können. Na gut. Die Spikes. Achso, übrigens, statt, hier gab es irgendeinen. Stimmt, Drachenhute gibt es nicht, dafür hat der Drachenhute den Dual-Shop ersetzt. Also komisch, dass er solche Änderungen vorgenommen hat, aber dann zum Beispiel habe ich nicht mehr Himmelhebe als Level-Up-Attacke. Mhm. Schon klar, als Entwicklungsattacke. Super weird, ey. Ja. Machoke. Item. Ich hätte es übrigens nicht machen sollen mit Dual Chop, weil physische Attacke und Kampfmon kann potenziell Konter. Es hätte mich jetzt ganz schön mein Dürren kosten können, da habe ich nicht nachgedacht. Immerhin nicht punished. Oh, hi. Du bist noch ein Gegner, der kämpfen will, okay. Okay, Max Revive, well, das war's nicht ganz wert. Ja,
I guess 2000 Cash ist 2000 Cash. So, man will die Knopfbox. Sag es, klatsche ich jetzt die Rivalen für die TMs oder mache ich davor die ganzen Encounter? Ich glaube, ich klatsche zuerst die Rivalen. Ich glaube, es ist eine ganz gute Idee. Ne. Nach dem Pyroberg haben wir sowieso erstmal das Magma versteckt zu machen, von daher. Yep. So, dann weiß ich ja, was schon mal hier meine Strat ist. Noch ein Sweep. Ja. Auf geht's. Erstmal kann ich mir noch kurz die Box holen, bevor ich das vergesse. Gab es ja sonst noch was? I don't know. Warte, nein, ich will die scheiß Box. Ah, yes. Gut. Fast die falsche an, ihr Quatsch. Wir haben fast jetzt in den Wettbewerb rein, ihr Large, ey. Hm. Nein, danke. Ich wollte nur die Box. Ciao. Aber warte, ich glaube, der Kampfdude gibt mir eine TM, oder? Glaube ich. Wann kriege ich Durchbruch? So, mein Encounter. Welche Route war das hier? Megania. Well, not bad. Okay. Ist okay. So, letzter Reihenkampf. Let's go, bitch! Ich will TMs haben. Auch wenn ich nicht gerade so viel dicke Geld habe, aber da kann ich sowas einfach ein paar Trainer klatschen oder so. Na schon. Mhm. Warum jedes Mal irgendwann? Ich mach das Essen, der ist die Plots und greif an. Das wird jetzt schon nicht irgendwie, keine Ahnung, Surfer einsetzen oder so. Übrigens ist eine sehr coole Animation für den Nasty Plot gerade gewesen. Gleich kommt Hydropumpe. Okay, Agilität, damit kann ich leben. Hydropumpe wäre jetzt ziemlich übel. Aber es ist eigentlich schon Goldini. Und Goldini ist lustigerweise ja. Ich hab Flamethrower gedrückt. Hyperball. I failed. Yes. Ich hab Megane gefunden. Nein, das hat nicht gereicht. So, wie kommen wir denn ein männliches Megane? I don't know. Ich hab irgendwas gerade hart gefailed. Ich hab Flamethrower gedrückt. Schon nicht so gut, ja. Ist es schneller? No. Ja, danke noch für den extra Crit! Oh Mann! Ich hätte auch einen Minun bekommen können. Läuft hervorragend. 121 war das. Megania. Bin ich jetzt schneller als Tauros, ist die Frage, weil eigentlich ging es mir nur darum. Tauros ist ziemlich schnell, aber ich glaube, du bist schneller. Was kriegst du jetzt, der Lesse zu verlieren? Das kannst nur du wissen. Punch. Das wäre ja schon das zweite Mal, dass ich einen Lucky Punch finde. Keine Kampfattacke, das hat sie nicht spürt. Ich riskiere es. Jetzt Dodge Bomb. Ich bin schneller. Gut, mit Nasty Plot, come on. Das hat nicht gereicht! Oh, es choked. Nice. Jetzt wäre gewesen, er das Speed-Teil und weggeklatscht. Mm. Ja, Tower's dead. Nice. Sehr gut. Ivysaur, ja, da kann ich Flamethrower drücken und das war's. Gut, bin durch. Nice. Nice. Lava Keks. Und Supertrank. Es ist ja schade, dass jetzt halt quasi der Rivale halt raus ist. Also ich finde es gut, dass nicht so quasi Rette die Welt Bullshit wiederkommt, so in all seiner Galore. Aber es ist ja schon schade, dass halt jetzt quasi Maika komplett raus ist. Kannst ja nicht mal wirklich die ganze Zeit Rette die Welt. Ich meine, was hast du in diesem Spiel tust? Ja, natürlich rennt man auch neben Hedwig, aber es ist nicht so, oh Neo, der Auserwählte, der von Pokémon erwählt wird und so ein Scheiß. Das ist ja immerhin nicht der Fall. Nicht? Nee. Ja, da. So, mal gucken. Wenn du kriegst jetzt noch einen Meisterball geschenkt.
nicht benutzen kann. Nope. Ich glaube, du gibst was. Nope. Noch ein Doppelkampf. Kannst jetzt wieder ein bisschen was verscheuern. Müssen wir Doppelkämpfe machen, ja. So. Surfer und Funkensprung. Nein. Schon wieder ein Tropius. So. Aha. Ich habe ein bisschen Geld. Aber das Geld möchte ich auch gerne benutzen. So, ich könnte man jetzt schon hier die Encounter machen. Ebenfalls. Ah, hier sind. Ah, hier sind andere Steine. Dawnstone, Duststone, Shiny Stone. Also hier könnte ich ja die anderen Dinge machen. Linkkabel, ah! Hier kann ich uns entwickeln. Ich habe noch einen Kugelblitz gefunden. Hast du einen Tausch-Pokémon? Ich glaube nicht. Gehe ich jetzt den nächsten Pikachu? Nein, krieg ich einen Raichu. Das ist ja doof. Was möchte mein. So. Oh, die kosten ja gar nichts. Noch ein Kugelblitz, what the fuck? Zwei Kugelblitze auf derselben und dann hat natürlich hier der Dreher einen Pikachu und nicht keins. Sauerei. Waren alle seine, hast du geklaut. Ja. So. Schutz. Hallo Kappels. Pokémon. Nein, TMs. Außer ich kann Attacken jetzt Hyperstrahl beibringen. Ich habe gerade einen. Ist das nicht nice? Ja. So. Hyperbeam. Oh, what? Okay, Protect ist zu Brutus Wing geworden. Was ist das denn? Jedenfalls, das sind auch alles Monster, die das eigentlich nicht lernen können, aber ich will mir die Attacke anschauen. Brutus Wing war, glaube ich, das, was deine was die gegnerische Verteidigung senken kann. What? Demands a kiss with a scary face that induces sleep. Ich glaube nicht. Nicht ganz, ne? Was kann das machen? Liebeskuss gewesen. Liebeskuss meine ich. Brutal Swing ist eigentlich dazu. Oh. Warte mal, Moment. Ich muss kurz schauen. Aura-Sphäre! Mach ich alles dann offscreen. So, Brutal Swing senkt normalerweise, glaube ich, die Verteidigung. Wobei, nein, das ist was anderes. Eine Dunkelheitsattacke, keine Ahnung, was das Brutal Swing war. Okay, ich habe TM-Attacken, die mich sehr interessieren. Wenn es auch Aura-Sphäre und Iron Head. Yes, ich kann mir Moves beibringen. Also wenn es klappt, ist ja von diesen Term-Nummern leider abhängig. Mhm. Ach, hier sind diese ganzen Designer-Sachen. Oder? So, oh, Segasulp. Beweg dich! So. Warum hast du jetzt einen Tropius, du Penner? Ausgerechnet Tropius, Mann. Warum nicht? Hast du ein Problem mit? Das ist der Tropius. Substitute! Nicht jetzt. Eventuell später für irgendwann. Oh, ich kann mit Toxic so ein richtiges Cancer-Set wieder fahren. Ich frag mich, ob Bugbus das lernen kann. Da wären Substitute eventuell nicht schlecht, weil Substitute aufsetzen und dann einfach Leech. Das wäre für Sweeping gar nicht so schlecht. Theoretisch. Hm. Also die Frage, ob ich Eisbandrake machen möchte dafür. Wird man ja dann sehen. Pilippa. Hi. Traurig ist halt eigentlich einfach nur, dass er halt nie eine Vollentwicklung hat. Ja. Das haben sie im Remake zum Glück geändert. Wer? So. Wer? Der Rivale.
Ach so. Weil der hat hier nur Jungblut und dann sieht man ihn nie wieder. Ja, passiert. So. Einkaufszentrum. Verkaufen. Ich habe hier einen blauen Schatz, den würde ich gerne loswerden. Ich habe zwei Kugelblitze, die ich gerne loswerden will. Oh, ich sehe auch gerade, das ist auch gerade richtig Asche. Ein Bisszahn, den ich loswerden will. Ich will einen Nugget loswerden. Ich möchte... Ich glaube, der gibt ein Biss oder so? Zwei Pokepuppen loswerden. Ah ne, Persienbeere. So. Was kaufst du? Die X-Items. Proteine. Oh, Herzschuppe! Nehme ich. TM17, mystischer Schutz, Wand aus Licht. Pokéball. Wo gab's die bessere Angel? Feuersturm, mächtiger Donnerschlag, das Donner, Blizzard und Hyperstrahl. Feuersturm, wollen wir Feuersturm haben? Ja. Okay, mein Encounter für Zigarre Subcity ist. Oh! Level 11? Hallo Glurak. Wo wir es gerade vorhin schon hatten. Puppen. Gut, da werde ich jetzt natürlich mit dem Hyperstrahl angreifen. Kann ich keine Steine kaufen? Nein. Ich glaube, Steine kannst du im Spiel gar nicht kaufen. Ach, man konnte hier Steine kaufen? Nee. Damn. Jo, blöd, ne? Muss doch noch ein bisschen länger warten. Ich glaube, die kann man gar nicht kaufen. Eventuell Xeno will, aber ich bezweifle es. Moment. Wenn ich doch mal so ehrlich sein darf. Und Bälle schmeißen. Nice! Natürlich wieder der OG-Name. Zippo. Nice. Oh, das heißt, Glurak sind meine Wingards, oder was? Man kann die mit Scherben vertauschen, alles klar. Ah, das war das. Ja, okay, das kommt ja erst auf dem Seeweg hier, also nach dem Acker versteckt. Also noch eine gute Weile. Ja. Well. Kannst dir keinen Pizza schummeln. Noch nicht. Was okay. Ich aber kann, ist zum Attackenverlerner gehen. Volcania. Wahrscheinlich die Stärke vergessen oder den Zertrümmerer? Zertrümmerer, glaube ich, wirst du wieder brauchen. Keine Ahnung. Ha? Dann wirst du jemals wieder Zertrümmerer brauchen. In der Höhle. Welche Höhle? Von Kyogre. In der Tiefseehöhle. Ja, okay, das ist noch ein gutes Stück hin. Ja, dann kann ich es auch nochmal jemandem beibringen, wie nochmal. So. So, dann machen wir noch die beiden Encounter und dann ist von meiner Seite aus Sense. So, Seegras Ulb. Würde ich dann mal so sagen, ne? Ein Dupe. Vergiss welche nicht. Zwei? Rassler. Drei. Safari-Zone und ein Bärenroute und Pyroberg. Mhm. Mal gucken, wie schnell Safari-Zone geht. Ach klar, jetzt habe ich Max Repel aktiv. Ey, wir haben ein männliches Trassler gefangen. Ey. Wir nennen wir ein männliches Trassler. Ich könnte sogar der Gliding beginnen. Okay, well, das ist jetzt irgendwie schon belustigend, aber. Well. Weimar ist mein Encounter. Hab's gefangen. Wie nennen wir einen Trassler? Ich habe ehrlich gesagt keinen Namen für einen Trassler. Nenn es. Jimmy. Gut, bin fertig. Was? Du bist schon fertig. Oh, du kannst dich vorzeitig abbrechen? Doch, kannst du das nicht mit Start irgendwie machen? Achso, man muss ihn zweimal anquatschen. Well then. Well sehen.
einen Riesenpilz gefunden. Bin ja voll geil. Es geht. Route 122. Ach, das zählt auch schon als neue Route. Als die Route von dem Bärentypen oder was? Moment. Oh, das heißt, das wären zwei Routen oder was? Nee, das hier ist auch schon eine eigene. Ja, Tatsache ist auch schon eine eigene Route, die ja. 122 hier. Ah, das ist 123. Barrymasters Haus ist einfach nur das Gebäude. Ah, verstehe. Okay. Hätte ich gar nicht den Schutz anschmeißen müssen. Na gut. Mir ist es ein Rehhorn. Hm. Aber sie geflohen. Oh, die will dir irgendwas geben, wenn du Gras-Pokémon hast. Hab ich gar nicht mit bei, muss ich später machen. Was gibt's hier nochmal? Ah, ich glaube Megasauger, Gigasauger TM, glaube ich. Irgendwie sowas. Oh, so, ein Seemut. Mein Counter ist. Oh. Oh, Lampi. Landtour. Mit Voltabsorb wäre es geil. Mhm. Das andere wäre ja, Waterabsorb. Waterabsorb. Also beides gute Fähigkeiten. Ja. Ich habe einen Seemob gefangen. Ey, jetzt wohl, du musst den Damokles nennen. Damokles? Yes. D-A-M-O. Oh, halt. K-L-E-S. Damoales. Nein, Damokles. D-A-M-O-K-L-E-S. Du hast das K ausgelassen, deswegen habe ich mich. Ich hab's gesagt. Nein, das nicht. Hab ich. Hast du nicht. Hast wenn das verschluckte wurden. Wo bist du gerade? Das war gerade 123, die Route. Bei mir war es die 122. Sherox. Nee, Sonnenfell, ups. Ich hab's gesehen. Fahrrädzone war nichts. 122 war Seemob. Und das war krass. Moment, Safari-Zone war nichts? Hast du geflohen? Was war's denn? Ein Rehorn. Achso, das war das ja genau. Ey, sogar ziemlich Vanilla. So, 122 ist. Oh Gott. Das ist Shiny! Woo! Glück gehabt! Ich hab das Sonnenfüll gekillt. Das ist okay. Das ist ein Dupe. Kein Jigglypuff, bitte. Ich hab irgendwie gedacht, dass es den Angriff überleben würde, aber. War anscheinend zu gut gedacht. Ich habe Trash bekommen. Aber die sind jetzt inzwischen Feen. Trotzdem Trash. Wir fangen. Pixie ist halt ziemlich gut geworden. Mit es der Feen-Dingen. Aber Pummeluff war halt ja. Immer noch schlecht. Mountpire. Ja, wir machen Mountpire nicht fertig. Das ist ein Dupe. Nee. Oh Gott. Das wiederum ist eigentlich sogar ganz gut. Aber. Nur aufgrund seiner Fähigkeiten, seinen Attacken und Sachen. Ich sehe ein ranziges Moveset. Gut gefangen. Oh, das kann man ja perfekt nach Hanon benennen. Passt ja wie die Faust aufs Auge. Metallmantel. Hey. Gut. Dann machen wir hier Feierabend. Na, denk dir eine Route nach unten. Hab ich schon gemacht. Achso, die habe ich noch nicht gemacht. So, was ich dann beim nächsten Mal machen will, also was ich jetzt dann gleich ausgehen machen werde, ist halt mit TM-Anzacken anschauen, wie mich wieder was beibringen kann. Was hast du anschauen? Also die TMs. Ja, TMs mache ich dann, Gedöns. Ja, Gedöns. Steht was hier. Wenn du Pflanzenpumpe dabei hast, kannst du sie anquatschen, gibt's hier Gigasauger-TM oder so. Ja, müsste Gigasauger sein. Mhm. Jetzt mach dein Gras-Encounter, du Bitch. Beef. Fang's nicht! Fang's nicht! I don't gun it! I don't gun it to you! Mir egal! Ich gönn mir das sehr.
So, dann kann ich deinen Chat schon mal zumachen, I guess. Kann ja schon Safe State machen und so. Schon. Leider, so wie ich gelitten habe. Fast 42 Stunden schon, Jesus Christ. Bodychecks, Bodychecks, du Bitch. Da greift er an. Bist du dir sicher? Mhm. Verwirrung, nein! Schon. Bullshit! Was Bullshit? Hm? Was Bullshit? Wow, eine ohne Konfusion, ich glaub's nicht! Es waren zwei. Okay, Entschuldigung. Oder sogar drei. Okay. Einmal habe ich mich selber geschlagen. Okay. Hast du gerade mit Bodycheck verfehlt? Nee, mit Hulklaw. Wow, er will einfach nicht, dass du schnell bist, I guess. Auch noch ein Versuch. Du hast Meisterball. Das ist noch ein Versuch. Noch ein Versuch. Nur halt nur, ich habe wenigstens Superbälle. Aber das reicht halt anscheinend trotzdem nicht. Ja, wenn du die ganze Zeit weiter Grimasse drückst, hast du noch 80.000 Versuche. Was? Ein Bullshit! So ein Bullshit! Bullshit! Der Bullshit ist groß. Da. Was hat sich wann entwickelt? 55? Ich glaube 50. Ja, 50, 55 rum, also ja. Also ich meine, Metang selber ist auch nicht so shit. Aber ja. Ach ja, natürlich. Der Masel. Gut, ich mach mir jetzt mein Essen so ein Stück verabschiedet. Moment. Metang, ich würde es gerne wissen. Guckst du nach dem Stream? Nein, ich möchte es ja gerne im Stream auch sagen, wann sich es entwickelt. Ja, vermutlich 55. Ist ja auch Pseudo. 45 sogar schon. Also, siehst du? Ach das ja. Das ist ziemlich okay. So, ich renne nur schnell nach oben, damit ich mich heilen kann. Gut, aber das muss ja nicht uns Team sein. Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. War doch recht erfolgreich, die Runde. Ja, war ein schöner Stream. Bis Marse nicht mal gebushet wurde. Aber es ist wie üblich, ne? Wie üblich. Ich habe ja genug Bälle geworfen, ja. Muss ja genug auch Bälle, was? 20, 30 oder so? Und das ist so in die Richtung. Und das ist das aber mit Hyperbällen und mit konstant Schlaf. Ja, und das ist. Das ist ein bisschen was anderes als mit Pokebällen werfen auf einen Legend. Ja, okay, und das ist eine Milliarde Mal mit Grimasse und Kugelchoke statt Bodycheck weiter zu drücken, ist auch. Ja, das ist wieder was anderes, ja. Also, ja, es war wieder mal, hey, warum auch nicht, aber gut. Das ist halt wieder. Das bist halt wieder du. Es ist einfach so. Leb damit. Mhm. Das war's mit dem Stream. Bis dann und ciao. Bitch. Bye, bye.